Möchtest du anfangen? Ich mache gerade Premium ASMR Content. So, das kann ich leider nicht hören. Ja, du hörst über das andere Dann mache Mikrofon ich mal als Kopfhörer. die Moderation. Okay, Hallo spiel und das herzlich ab. willkommen zum nunmehr 18. Interrupt des Heavy Magic Podcast. Ich bin Jay. Ich bin am Trinken. Und Diego? Sehr gut. Und du fragst mich, was ich gerade trinke? Genau, was trinkst du denn gerade, Diego? Fancy Probierfläschchen Edel Gin mit von derselben Marke Edel Tonic Water. Und schmeckt ziemlich lecker. Der Gin ist auch ziemlich stark, hat irgendwie Sekunde. Hier unten steht das Fläschchen. Ach, 47%. Oh wow, nicht Hat schlecht. was. Premium Nicht Dry Gin. schlecht. Herr Sehr gut. Specht. Okay. Also ihr seht, wir sind bestens ausgestattet, um jetzt die nächsten, vermutlich um die 3 Stunden mit euch die Brothers War Karten zu diskutieren. Es ist Aber Diego, vielleicht willst du dazu erstmal noch. bemerkenswert, dass unsere Set Reviews, die immer ein paar Choice-Karten besprechen, eine Handvoll vom gesamten Set, ungefähr so lange dauern wie die Limited Resources, das gesamte Commons und Ja, Uncommons Set Review. das stimmt allerdings. Plus, minus. Das stimmt. Aber heute machen wir ein paar Abstriche. Wir haben keine Random Card dabei. Wir haben nur reduzierte Anzahl, also eine selbstdesignte Karte. Und Genau. fokussieren uns Also, hauptsächlich auf die Brothers War Karten. volle Vielleicht sind wir Transparenz. schneller damit. Einer der Podcast-Hosts hatte keinen Bock, sich vorzubereiten, aka was anderes, Wichtigeres zu tun. Deswegen haben wir heute nicht so wie immer normalerweise jeder eine Auswahl für die verschiedenen Kategorien. Dann bei den Unterteilungen für die Metal Awards, sondern ich habe dann meistens zwei ausgesucht und auch die Einzelkarten habe ich alleine bestimmt und auch nur ich designte eine eigene Karte. Weil Ja. Jay den Podcast vernachlässigt, wie ich bemerken darf. Ab heute nicht mehr. Ab heute nicht mehr. Was aber Naja. allerdings ein bisschen, muss ich dazu sagen, finde ich auch tatsächlich recht schade, weil gerade bei den Metal-Kategorien hatte ich am Anfang erwartet, als du die Idee hattest, glaube ich, das zu machen, dass wir oft die gleiche Karte haben werden. War Hatten wir bisher bis nicht jetzt so, aber, ne? glaube ich, noch nie. Ja, dann werden dann kaum, Und ja. ja, deswegen bin ich aber mal gespannt, was du rausgesucht hast. Genau. Ich muss auch sagen, es wird auch für mich werden viele der Karten noch größtenteils neu sein. Ich habe bis jetzt auch noch keine Zeit gehabt, mich wirklich mit dem Set zu befassen. Aber ich gehe sozusagen mit euch jetzt da rein. Aber Vorausgesetzt, ihr habt euch auch noch nicht mit dem Set auseinandergesetzt. von dem geänderten, der geänderten Ablauf. Art ist das auch ein bisschen interessant, weil du dann quasi mich kritisieren kannst nach der Auswahl oder derartigem. Das Das stimmt, heißt, ja. wir haben hier eine andere Dynamik als sonst, aber keine unbedingt schlechtere. Aber Das bevor stimmt. wir zu Wow weitergehen, okay, ich verspreche, dass das das einzige Mal sein Bro! wird, dass ich das so betone. Und ich werde es jedes Mal so betonen. Ein sehr irritierendes Setkürzel. Wollten wir ganz kurz sowas von frische News anschneiden, die heute bekannt wurden. Und zwar geht es um den Stock Market von Hasbro und damit auch Wizards of the Coast und demnach auch Magic. Möchtest du hier ein kurzes Zitat vorlesen, Shay? Fangfrage, natürlich möchtest du. Ganz genau. Es ist euch auch eingeblendet. Und zwar ist es von CNBC, einer amerikanischen Nachrichtenagentur. Stock Market making the biggest move in the pre-market. Hasbro Oatly Advanced. Punkt, Punkt, Punkt ist die Überschrift. Und der Teil, der uns interessiert, ist Hasbro. The Toymakers Stock slid 5.1% in the pre-market following a double downgrade to underperform from buy at the Bank of America. This move comes after the Bank of America conducted what it calls a deep dive on Hasbro's Magic the Gathering trading card game business. The Bank of America said Hasbro has been overprinting cards and destroying the long-term value of the business. Ich glaube, man hat schon an der Art, wie ich das gerade vorgelesen habe, gemerkt, dass ich keine Ahnung von dem ganzen Finanzzeug habe. Man hat von der Tatsache, dass mir bei deinem Vorlesen eben erst aufgefallen ist, dass BofA für Bank of America steht, auch aufgefallen, dass ich ebenso wenig Ahnung habe. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das ist, aber das ergibt Sinn. Aber was man, glaube ich, zusammenfassend sagen kann, ist, dass der Wert von Hasbro gesunken ist. Und ein gutes Stück. Ja, 5,2%. Ich weiß nicht, ob man das jetzt genauso übersetzen kann, aber es ist doch das, was ich davon höre. Zahlen sind in Und jeder dass Magic Sprache der Grund dasselbe. dafür ist. Genauer genommen, unser Kanal mit unserer anhaltenden Kritik haben wir den Stock Market dazu gebracht.
Genau. Das ist die kurze Info. Dann würde ich kurz noch auf ein paar interessante Punkte und Zitate eben über diese Investigation, die am Ende des Zitates angedeutet wird, aus dem Artikel von investing.com, keine Ahnung von der Seite, hier teilen. Beide Links jeweils findet ihr natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Wie schon gesagt, wird der Preis von $72 auf 42 gesunken. Und hier wurde nochmal erinnernd erwähnt, dass MTG von Hasbro circa 15% des totalen Revenues ausmacht. Und hier ist ein direktes Zitat von einer dieser Personen, die diesen Deep Dive, wie er in einem anderen Artikel genannt wurde, gemacht hat. Und das Zitat will ich vorlesen. We've spoken with several players, collectors, distributors and local game stores and have become aware of growing frustrations. The primary concern is that Hasbro has been overproducing Magic cards, which has propped up Hasbro's recent results, but is destroying the long-term value of the brand. Das ist der Name, said in a client note. Das heißt, hier finden wir schon reflektiert viele der Sachen, die die Magic Community in der Vergangenheit besonders und verstärkt kritisiert hat an dem Umgang. Quasi das, so, was sie für einen Short-Term-Profit, wie man ihn bisher sieht, dass sie immer berichten, dass sie immer mehr Geld verdienen, den Long-Term-Value reduzieren, die gesamte Brand von Hasbro und Magic hat. Und es trifft jetzt auch, sag ich mal, oder andere Leute, Entschuldigung, andere Leute, die eine andere Zielgruppe wird jetzt auch von diesen Veränderungen betroffen oder sieht Genau. jetzt diese Änderungen Der aufkommen. primäre Punkt, warum wir das ansprechen, weil das ist ja alles keine Neuigkeiten für Leute in der Magic Community, dass diese Besorgnisse bestehen. Der primäre Punkt, warum das interessant für uns ist, ist, dass eben nicht irgendein Magic Nerd auf irgendeiner Website schreibt, sondern in Finance, Seiten und so über die Stockprices geschrieben wird. Und auch dort eben genau dieselben Kritikpunkte reflektiert werden, weil eben diese Leute auch bei dem Deep Dive befragt wurden. Was Das natürlich wieder eine Rückmeldung an Wizards vor allem ist, die ja auch, also ich sag mal, Leute, die jetzt sich so mit Finance-Informationen beschäftigen, es geht ja hier auch um den Aktienpreis, nicht um den Preis von Magic-Karten an sich oder Ja, sowas, klar. sondern um Leute, die in Hasbro investieren als Geldanlage, nicht unabhängig von Magic, sondern die Aktien kaufen. Was natürlich auch den Profit von Magic steigert. Ja, also und das, wenn solches Wissen rauskommt, oder quasi, das ist jetzt, wie du gesagt hast, nichts Neues, aber wenn das quasi anerkannt wird von einer großen Teil der Community, schmälert das natürlich wiederum den Profit. Ja, also Es ist eine gewisse Art von Self-fulfilling Prophecy auch, denke ich. Desto größer und bekannter diese Kritikpunkte werden, desto mehr schadet es WotC. ja. Selbst wenn sie teilweise vielleicht übertrieben sein mögen. Aber ich würde hier Auf mal jeden das Fall. Zitat weiterlesen mit einem kleinen Sprung. Derselbe Analyst immer noch. Players can't keep up or are increasingly switching to the Commander, quote-unquote, format, which allows older cards to be used. The increased supply has crashed secondary market prices, which has caused ich hasse dieses Wort, Distributors, so, ja, sure, close enough auf jeden Fall, Collectors and local game stores to lose money on Magic. As a result, we expect they'll order less product in future releases. Da haben wir wieder das, dass man den Short-Term-Gewinn eintauscht gegen Long-Term-Stabilität. Moreover, has notes that the price for Magic 30th Anniversary, worüber wir natürlich auch ausgiebig gesprochen haben, is set at $999 for 4 Booster Packs, and that is quote unquote excessively high. Eine schöne Formulierung natürlich. This has created panic among collectors and we are seeing collections being liquidated now that the scarcity value of Magic is in question. Dieses Zitat spielt meiner Ansicht der Dinge hin, dass die Reserve-List durch Magic 30th Anniversary arguably gewissermaßen gebrochen wurde. Und Ich denke, das ist deutet der auch schon Gedanke. die Reaktionen darauf an. Also aufgebrochene Collections.
Möchtest du direkt zu dem Zitat noch was sagen? Ansonsten hätte ich nämlich noch, Bitte, ist mir bitte. gerade eine interessante Fragestellung gekommen. In einem Zukunftsszenario, in dem Watsi aus irgendwelchen Gründen aufhört, also sagen wir mal, es kommt zu einem finanziellen Crash und die Firma meldet Insolvenz an oder was weiß ich, hört auf jeden Fall auf zu existieren und es kommen keine neuen Magic the Gathering Produkte raus. Würdest du sagen, dass das Spiel, dass Leute das Spiel immer noch, oder dass es die gleiche Beliebtheit, nicht die gleiche natürlich, aber eine vergleichbare Beliebtheit behalten würde? Oder denkst du, dass quasi neue Karten kommen, ist so ein integraler Teil des Spiels, dass es dann gar keine, nach ein paar Jahren gar keinen Zuspruch mehr finden würde? Also ich glaube, es ist schwer, so hardcore wie Leute teilweise in das Spiel investiert sind, zu sagen, dass nach einigen Jahren niemand mehr das spielen würde. Die primären Sachen, die ich glaube, die zum einen sofort passieren würde, wäre, dass es kaum noch neue Spieler geben würde. Und ich glaube, wir würden zuerst einen großen Downfall an Playern sehen. Vermutlich nicht gigantisch, aber so die Casual-Leute, die Arena-Spieler, all das, Arena wäre dann vermutlich natürlich auch nicht mehr supported, würde Stimmt, ja. wegfallen und nur noch die involvierteren Leute blieben übrig und auch die würden dann einen geringeren Abfall an Spieleranzahl erleben, denke ich. Das heißt, wir würden erst einen großen Crash sehen und dann einen ziemlich soliden Niedergang, der Ja, aber es würde vermutlich sich. ein Jahrzehnt oder mehr dauern würde. Ja. Es wird sich natürlich auch die ganze, viel der Infrastruktur außen herum, diese ganzen Gruppendynamiken, die sich durch verschiedene Streamer und Content Creator ergeben, die ja darauf basieren, dass sie neuen Content haben, über den sie oder neue Entwicklungen haben, über die sie sprechen müssen, würden Was sich, also der Engagement-Faktor würde sich verringern. vermutlich auch passieren würde, davon bin ich überzeugt, ist, dass Leute versuchen würden, das Spiel inoffiziell durchsetzen und so weiterzuführen. Das halte ich aber für nicht wirklich sustainable. Ich glaube, wir hätten da dann eine Pop- und Papst- und Antipapst-Situation. Ja, ich glaube Weißt du, was auch. ich meine? Es würden dann Leute versuchen, das zu machen, aber die hätten dann nicht die Autorität, das durchzusetzen und Leute wären unzufrieden damit und würden da ihre eigene neuen Sets machen und das wäre dann in einem großen Kontext nicht wirklich verbreitbar, wenn man nicht das Endwort hat. Man sieht ja manchmal, dass dass es bei gewissen Videospielen oder anderen Brettspielen so ist, dass die Community das dann versucht, quasi weiterzutragen. Funktioniert aber selten gut. Also es gibt ja natürlich immer Hardliner, die dann immer noch dabei bleiben. Aber ich denke auch, so weit wird es gar nicht kommen. Also das Nein, war halt nur also ein das wollte ich noch sagen. Gedankenexperiment. Ich weiß, dass du das nicht so meintest, aber das könnte man so verstehen, dass diese ganze Nachricht war, deutet in keinster Weise darauf hin, dass Hasbro fehlen wird. Das sollte man erwähnen. Genau. Aber ja, wie Ah, was ist denn gesagt, mit, was ist denn mit dir? Was würdest du machen, denkst du? In dem Fall. wenn Magic aufhört, weiter gemacht zu werden, würde ich aufhören, es zu spielen. Also, aber ich glaube schon durchaus, dass mein Interesse mit der Zeit schwinden würde. Ja, ich denke, so ähnlich Ich hatte ich das jetzt denke, auch. jetzt kann ich sagen, dass ich sehr wahrscheinlich in 10 Jahren noch Magic spielen werde. Mit der neuen Nachricht könnte ich das nicht mit Sicherheit sagen. Dann könnte ich sagen, dass ich in einem Jahr noch Magic spielen werde. Aber in 10? Vielleicht. Okay, ja. Genau. Und hier nochmal abschließend eine, die mir bemerken natürlich, dass, wie man vermutlich sehr gemerkt hat, dass wir beide keinerlei Ahnung von Stocks, Finance, all dem haben und hier nur das quasi von einer Außensicht betrachten und die interessanten Sachen, die von der Magic Community sehr lange gesagt wurden und jetzt dort auch wieder erwähnt werden, darauf hindeuten wollten und weil es halt doch relativ große News sind. Ja, auf jeden Fall. Dann wäre das erledigt. Kommen wir zum guten Part, oder? Also, Schluss mit dem Also, ich finde ehrlich gesagt, Finance-Podcast. der Teil, wo man von außerhalb von der offiziellen Finanzautorität bestätigt wird, dass man die ganze Zeit recht hat mit seinen Anschuldigungen, ist schon ein ziemlich guter Part. Und es ist witzig, weil Watsia uns ja immer wieder sagt, ihr seid die Minderheit, der Großteil der Magic-Spieler. Das war etwas, das Maro letztens, glaube ich, meine ich, Maro war es, also Mark Rosewater, geschrieben hat, dass der Großteil der Magic-Spieler angeblich nicht wüsste, was ein Planeswalker ist, was ich für schwer glaubwürdig halte. Aber der Punkt, den er da machen wollte, ist natürlich klar, die ganzen Leute, die sich über Sachen wie Magic 30th Anniversary, Secret Lair, Walking Dead und all das beschweren, ist laut Watsis offiziellem Standpunkt eine sehr große Minderheit.
Und dieses Argument wird deutlich geschwächt, wenn irgendwelche Finance-Seiten jetzt über genau diese Besorgnisse berichten. Ja, auf jeden Fall. Also mag sein, dass es eine Minderheit ist, macht trotzdem was Großes aus. Besonders wenn die Minderheit aus Leuten besteht, die dann die Whales sind und nicht alle 10 Jahre mal einen Booster kaufen, wie wir das früher als Kinder gemacht haben. Natürlich eine Ja. Hyperbel. Oder die Whales und die Store-Owner und die regelmäßigen Tournament-Goers und so. Das ist ja die Leute, die tendenziell solche Meinungen haben. Und die mögen nicht in der Mehrheit sein, aber ihre Meinung ist, so hart es klingen mag, halt wichtiger, was es das angeht. Einfach aus einem Ja. finanziellen Punkt heraus. Ja, sie haben höheres Gewicht, was eine sehr schöne Parallele zu unserer Gesellschaft ist. Zu was ist es das? Zu einer allgemeinen, dass die Leute, die den größeren Also. finanziellen Einfluss haben, auch den größeren Einfluss an sich haben. Darüber kann man dann jetzt natürlich diskutieren, inwiefern das gut ist, aber das ist nicht unser Ja. Thema hier. Also kommen wir dann zu früheren News und das ist das neue Magic Set. Genau, Und wir haben wie immer ein paar Karten rausgesucht, genau, über die wir gerne reden wollen. Also wir Diego hat sie machen rausgesucht. vielleicht kurz nochmal, das haben wir vorhin so halb angesprochen, aber für den Ablauf. Wir machen jetzt eine Handvoll, ein bisschen unter 20 sind es, meine ich, Einzelkarten aus einer primären Constructed-Perspektive, über die wir sprechen Genau. wollten. So die Top-Karten des Sets und über die wir noch nicht gesprochen haben, natürlich. Wir hatten ja schon über einiges in Spoiler-Videos geredet. Notably Ursa und Mishra, die Mates-Version. Die, glaube ich, ein Drittel von dem Video an Zeit aufgebraucht haben. Normalerweise haben wir dann eine Limited Discussion, aber da ich zum einen, also da das Set erst morgen auf Arena erscheint, wir beide nicht zu einem Pre-Release gegangen sind, Chase sich gar nicht mit dem Set beschäftigt hat und ich auch weniger als ich es normalerweise tun würde, würde ich diesen Part wirklich sehr, sehr minimal halten. Ein paar Worte dazu sagen können wir, aber da würde ich mich nicht allzu lange aufhalten, wie wir es sonst vermutlich tun. Ja. Und dann kommen wir zur zweiten Hälfte des Podcasts, wo wir unserem Namen gerecht werden und tatsächlich auch mal über Metal so halb, so ein bisschen alibimäßig reden, indem wir verschiedene Metal-Kategorien haben und den dort Karten aus dem Set nominieren. Wie gesagt, normalerweise jeder eine oder jeder zwei meistens, um fair zu sein. Ja. Diesmal aber nur meine Auswahl, die Jay dann kritisieren kann und über die wir sie auch so sprechen. Dann schließen wir das Ganze ab mit einer allgemeinen abschließenden Set-Diskussion über Flavor, Expectation, Power Level und einer Note am Ende. Und zum Schluss Genau. machen wir dann eine einzelne Custom Card, die so halb was mit dem Set zu tun hat sogar. Ausnahmsweise mal. Hey, ja, 50-50 thematische Karten würde ich sagen. Ja, stimmt. Wer von euch jetzt furchtbar traurig ist, dass wir keinen großen Fokus auf das Limited-Format haben. Ihr müsst nicht lange traurig sein, denn innerhalb der nächsten Tage sollte, es ist zumindest geplant, dass wir, wie bei den letzten Sets, auch einen Draft aufnehmen und da vielleicht die eine oder andere Sache aus den Limited-Sets natürlicherweise mit ansprechen. Ja, auf jeden Fall, das kann man ja sich vielleicht im Hinterkopf halten, dass wir bei der Endbesprechung des Drafts noch einen kleinen Abschnitt machen, wobei wir über das Format an sich und nicht nur über unser Deck reden. Das halte ich für sinnvoll. Ja, genau. In Ordnung, dann beginnen wir mit den Einzelkarten. Und die erste Karte, die wir hier haben, ist Gix, Yawgmoth's Creator. Für 1 und 2 Schwarze, 3 CMC. Legendary Creature, Phyrexian Praetor. Spricht man das aus? Praetor, oder? Prater, ja. Praetor? Was auch immer. Mystic Rare für einen 3-3er. Whenever a creature deals combat damage to one of your opponents, its controller may pay one life. If they do, they draw a card. Und Activated Ability für 4 schwarz-schwarz-schwarz. Discard X cards. Exile the top X cards of target opponent's library. You may play lands and cast spells from among cards exiled this way without paying their mana cost. Und sehr sweetes, auch sehr metalliges Artwork, wie ich erwähnen möchte. Ja, Von auf jeden Anna Fall. Podewarner? Ja, Wir haben hier einen 3-Mana-3-3, der einen ziemlich guten Statics, oder Triggered Ability, besser gesagt, Card Draw Effekt im klassischen schwarzen Design hat, der ziemlich over the top gehen kann. Er kann direkt, nachdem du spielst, dir direkt mehrere Karten ziehen zu einem sehr geringen Kosten. Das ist ohne irgendeine Mana-Requirements, nur du musst dein Leben bezahlen. Das ist sogar eine in dem Design Deine einer. Kreatur muss connecten. Ja, klar, das habe ich mal vorausgesetzt, ja.
Aber dass du You May Pay One Life hier hast als Kosten, ist im schwarzen Design ein Upside, weil es dich nicht zwingt. Wie es das oft tun würde. Das heißt, du kannst aufhören, Karten zu ziehen und Leben zu verlieren, wenn du das dir vom Leben her nicht mehr leisten kannst. Oder Ja, von der Deckhöhe, I guess. stimmt. Aber das ist erwähnenswert. Und du kannst dann halt Turn 3 spielen in einem aggressiveren Deck und dann direkt 1 bis 2 Karten ziehen, was ein ziemlich guter Ja, Play ist. auf jeden Fall. Für Constructed würde ich die Activated Ability größtenteils ignorieren. 7 Mana ist eine Menge. Wenn du dann viele Karten discarden kannst, frage ich mich, was du die ganze Zeit getan hast, um noch nicht gewonnen zu haben. Ja. Aber es ist pure Upside, also kann man sich nicht da beschweren. Aber Ich denke das ist auch. auf Und jeden ein Fall für Commander ist Commander. es auf jeden Fall, ne? Genau, Ja, das ist ein genau. Commander-Plant, dass du dann einen großen Turn machen kannst, einen Haufen Länder aus deiner Hand discarden kannst. Also du musst, genau, Ja. versuchst vermutlich möglichst viele zu discarden und dann Haufen große Sachen von dem grünen Spieler am Table oder was auch immer für Genau. Boomer casten kannst. Auf jeden Fall kann gut sein, dass das der Game-winning Play ist. Und es erwartet nicht viel von dir. Das stimmt, du musst einfach nur 7 Mana haben und ein paar Karten, die du abschmeißen kannst. Auch die erste Fähigkeit ist in Commander natürlich, vielleicht da sprechen wir, dann machen wir das, haken wir den Punkt noch kurz ab. Ist natürlich ein bisschen sweeter, weil es dir irgendwie ja, den Hebel gibt in den Politics, dass nicht du angegriffen wirst, sondern jemand anders, weil dieser Effekt nicht nur für dich gilt, Der dass du Nachteil ist Karten ziehen natürlich, kannst. dass dem Gegner, ohne dass er sonderlich viel tut, außer nicht dich angreifen, eine Ja, Menge kostenlose Karten gibt. das Sagen wir stimmt. so, ich will nicht mein Gigsquare Commander Deck spielen, während mein Gegner, wie heißt der blau-grüne Elfentyp aus Dings Conspiracy, du weißt, wen ich meine. Ah, ja, ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie die Karte. Ja. Der das für dich auch macht, ne? Das Ja, Deck, das dann ganz viel 1-1er Flyer und so spielt. Möchte ich nicht auf der anderen Seite des Tisches sehen, wenn ich gerade mein Gigs-Deck austesten möchte. Das dürfte Ja, ziemlich in das die Hose stimmt. gehen. Ja, okay, auf jeden Fall. Aber also es ist auf jeden Fall eine coole. Ja, aber deswegen glaube ich, weil es doch eine große Downside sein kann, den auf dem Spielfeld zu haben, kannst du den nur wirklich spielen, wenn du ziemlich Build-Around machst um den. Oder? Da Ja, ist keine Karte, die also ich du denke, würdest dass ihn du als sie. Commander spielen, glaube ich. Und Achso, dann. du würdest ihn als Commander spielen oder würdest ihn nicht als Commander Ich spielen? glaube, du würdest ihn als Commander spielen Gunnar, und dein genau, Deck halt gut. darauf Das ist, was ich ausleben. auch sagen Ja. wollte. Das ist keine Karte, die du in dein random schwarzes Ja. Wurfstuff-Deck oder so, was auch immer reinwirfst, weil dann ist, glaube ich, es nicht schwer, diese Karte in deinem Deck zu haben und dem Gegner kostenlosen Value zu geben. Ja, Aber auf jeden für eine Fall. Build-Around-Commander-Karte als Commander selbst ist ziemlich sweet, weil er quasi multiple Payoffs hat, die voneinander profitieren. An sich viele Karten zu ziehen ist schon ein Payoff. Und dann einen guten User für die ganzen Karten zu haben, die du unter Umständen nicht casten kannst und Länder, was auch immer, in derselben Karte zu haben, ist natürlich sweet. Das Problem, das da ich dabei ein bisschen sehe, ist, dass ich nicht weiß, wie viele gute Enabler-Karten es für ein mono-schwarzes Gigs-Deck gibt. Ja, das ist natürlich immer die Sache. Klar, wenn hier jetzt noch irgendwie weiß oder sowas dabei wäre. Oder blau, wo du Oder dann blau. irgendwelche unblockable 1-1er hast. Oder Flyer Ja. natürlich. Aber das ist, glaube ich, ein Problem. Man kann bestimmt was damit machen. Ich glaube, es ist nicht Top-Tier, aber es ist eine interessante Karte als Commander auf jeden Fall, Billige finde ich. schwarze Shadow-Kreaturen stehen hoch auf der Liste, die ich da reintun würde. Ja, zum Beispiel Death Toucher vielleicht oder sowas. Aber ich bin, wie viele wissen werden, nicht der größte Freund von Commander und ich sehe auch in dem durchaus Potenzial in Constructed. Vermutlich nicht in allzu alten Formaten, aber würde mich nicht wundern, wenn er durchaus Standard-Playable ist. Ja. Als Das 3-Drop in aggressiven Decks, genau. mit random Upside spät im Spiel, ja. Also, wie Ja. gesagt, also die aktivierte Das Ability stimmt. würde ich größtenteils ignorieren. Klar wird es manchmal vorkommen, aber du willst Turn 1 und Turn 2 jeweils eine Kreatur spielen, den Turn 3 angreifen und die Gegner zwischen einen Stein und einen harten Ort stellen. Wie man Und so wenn schön auf Deutsch du. auch sagt. Wenn du noch 7 Mana hast und genug Karten im Aggro-Deck, dann machst du was falsch. Aber ja, Alles klar. der ist in Makro der richtig sieht. Dann greifst du an, Gegner muss entweder blocken und unter Umständen unfortunately traden oder downtraden oder was auch immer. Oder auch nur Jump blocken, wenn er das Kartenziehen verhindern will. Oder du ziehst wieder zwei oder eine frische Karte, was für einen 3-Mana-3-3er ziemlich gut ist. Ja.
Und das Artwork ist ziemlich sick. Ja, Ja, großartig. Gix ist eine Karte, bei der man nicht unbedingt was falsch machen will, weil der Charakter einfach so wichtig ist und ich finde, damit haben sie eben Justice getan. Ja, das stimmt. Das ist keine super bastete Karte, die... Sie kann bastet sein, aber sie ist nicht inherently just powerful, weißt du? Ja. Ich meine, Und sie nicht kann super unplayable, gut sein, also. aber sie ist nicht einfach hier, hab das und hab das und die Karte ist an sich einfach bastet. Ja, Muss was tun. voll. Bei allen Formaten, wo sie überlegst zu spielen. Okay, kommen wir zur nächsten. Was tut sie, Jay? Alles klar, die nächste Karte ist Muriel, Shield of Argive, für 3 und ein weißes, ein 3-4 Legendary Creature Human Soldier Mythic Rare, mit During your turn, your opponents can't cast spells or activate abilities of artifacts, creatures, Entschuldigung, or enchantments, und whenever Muriel, Shield of Argive, attacks, create XX, X11 Colorless Soldier Artifact Creature Tokens, where X is the number of soldiers you control. Ein Krenko- Type-Effekt. Ja, das ist ein guter Vergleich, den ich nicht so im Kopf hatte. Das stimmt auf jeden Fall. Erstmal vom Set-Building und so. Aus irgendeinem Grund haben sie, ja, ich weiß nicht, wie sehr du das mitbekommen hast, Soldiers als einzigen Drive in dem Set für primär blau-weiß gepusht. Und das eine und der als Karten. Farblose Artefakte auch. Also ich habe in den ersten, die ersten Male, als ich nur über die Karten drüber gelesen bin, habe ich Servo gelesen, weil ich irgendwie davon ausgegangen waren, dass 1-1 Artefakt-Kreaturen, die mit S anfangen, Servos sind. Okay. Und war dann verwirrt, warum es, also beim allerersten Mal drüber lesen, warum es damit keine richtigen Synergien gibt. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, aber sure. Ja, das die Kala Soldiers sind, ist primär gemacht, glaube ich, für Limited, dass die Soldier Enabler und die Artefakt Enabler beide die Token nutzen können. Genau. Zu den Soldier Deckers auch zu erwähnen, das habe ich jetzt nicht, die Karte habe ich nicht in die Liste der Karten, über die wir sprechen, aber ich wollte sie kurz ansprechen, ist das blau-weiße Land, das die Lorwyn Claws hat. Wenn du ein Soldier vorzeigen kannst, kommt es ungetappt ins Spiel, Tapp für blau der und weiß. Fortified Beach oder sowas? Genau, Beachfront, glaube ich. Ah, also Beachfront. Fortified Beachfront meine ich, aber bin mir nicht sicher. Tapp für blau oder weiß und für 5 Mana, glaube ich, kannst du all deine Soldiers entzünden. Und es muss das Land nicht opfern, ne? Das kannst du hier unten dann machen. Das ist ganz cool. Naja. Aber es ist primär eins der Lorwyn-Länder für Soldiers. Sie würden nicht zu viel auf die Activated Ability geben. Aber das ziemlich freie Dual-Land zu haben, enabled den Turret natürlich auch in Formaten mit schlechterem Mana. Und Muriel ist ein ziemlich guter Content auch für dieses Deck, denke ich. Ein 4-Mana 3-4er mit einer ziemlich relevanten Static Ability. Besonders halt in diesem tempo-orientierten Aggro-Deck, dass du während deines Zugs ziemlich sicher sein kannst, dass der Gegner nicht mit deinem Shit meddelt. Du hast keine Angst vor Settle the Wreckage und Co. haben. Ist ziemlich relevant als 4-Drop. Also, wäre natürlich für den Effekt schöner, wenn das billiger ist, aber dafür hat der Attack-Trigger einen ziemlichen Punch. Besonders, weil er interessanterweise nicht sagt, dass der X bestimmt ist ein Non-Token-Soldier oder so. Ja. Doppelt so es viel. Es wächst mal, exponentiell. Wie bei Krenko, genau. Ja. Das heißt, und wenn du damit einmal erfolgreich angreifen kannst, geht das ganz schön aus dem Ufer. Genau, und das Ding ist, wenn dass diese Token nicht mit angreifen, das heißt, du jagst sie nicht gleich in irgendwas. Ja, es wäre besser, wenn sie rein. Angreifen, weil du so viele bekommen wirst meistens. Ja, stimmt. Das okay, aber so kriegst du im nächsten Zug nochmal mehr. Ja, aber ich glaube, der erste Attack ist wichtiger als der zweite. Du bist froh, wenn du einmal damit angreifen kannst und wenn du zweimal damit angreifen kannst, hast du gewonnen. Dann ist das Spiel vorbei, ja. Genau. Aber es ist genau. Ziemlich und cool, wichtig, dass, wenn zu, du damit sie zählt enttappst, selber auch als Soldier, ne? Natürlich. Also macht schon mal immer einen, mindestens. Wenn du damit enttappst, kannst du durch die Static ziemlich sicher sein, dass es funktioniert. Das heißt, du kannst Pre-Commit noch deine anderen Soldiers aus der Hand spielen, um dann Soldier-Count zu erhöhen und so, ohne super Blown-Out zu werden. Solange dein Gegner keinen größeren Blocker hat, aber in die du rein attacken musst, kriegst du dann auf jeden Fall Soldiers. Ist auch nett, das ist natürlich eine Karte, die eine hohe Priorität haben wird, dass sie stirbt. Und daher ist es nett, dass, wenn du sie spielst gegen das Control-Deck und der Gegner es nicht countert, das nicht in deinem Endstep abschießen kann. Weil dann natürlich die Static aktiv ist. Das heißt, der Gegner muss dann das Mana in seinem Turn benutzen, weil wenn du wieder dran bist, kann er nicht mehr.
Das heißt dann, wenn, selbst wenn der Gegner sie abschießen kann, hat er dann weniger Mana, um was du weitermachst, zu beantworten. Ja, stimmt. Aber Ist ich mir noch glaube, gar die nicht Karte aufgefallen. ist nicht gut genug, um in einem nicht-dedicateden Soldier-Deck relevant zu sein. Das Ja. heißt, und ich weiß nicht, ob sie gut genug ist, um einen schlechten Tribe zur Spielbarkeit zu erhöhen. Ich glaube, sie macht einen spielbaren Tribe ein bisschen besser gegen Control-Decks. Oder auch gegen Ja. Midrange-Decks ist sie sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist der große Vorteil gegen so Midrange-Grindy-Decks. Das heißt, ich glaube, ob die Karte gut sein wird, hängt davon ab, wie gut der restliche Shell von Soldiern ist, besonders die billigen Drops. Wir haben den Lord natürlich aus Dominaria United, der bisher relativ wenig Relevanz hatte, der dann Der, natürlich geboostet wird, und noch ja. andere sweeter Soldier-Sachen aus diesem Set. Aber davon Aber, kommen auch noch. genau. Aber daran liegt es größtenteils, denke ich. Ja. Gehen wir weiter? Und für Standard ist auf jeden Fall relevant, denke ich mal, in älteren Formaten. Ja, Ja. das Dadurch, stimmt. dass Soldiers bisher keinen, einfach keinen. Es gab mal diese halben Lords, die plus 1, plus 0 und plus 0, plus 1 machen für Soldiers. Es gibt ein bisschen, gibt durchaus ein bisschen Soldier-Support. Ich meine, es gibt einen Goblin Lecker als Soldier, als Redrop, der, wenn er Okay. angreift, einen Soldier kostenlos ins Spiel tut. Ich glaube, angreifend, weiß ich nicht mehr. Also, es gibt durchaus ein bisschen auch guten Soldier-Support in älteren Formaten. Das Problem dabei ist sehr oft, dass Soldiers dazu tendieren, schlechtere Humans zu sein. Ja, stimmt. In älteren Formaten. Und meistens Das auch passiert einfach ganz oft. auch Humans sind auch Genau. zusätzlich. Das heißt, du Also, ja. handicapst dich unnötig, wenn du Soldiers und nicht Humans spielst, weil sie in einer ähnlichen Liga spielen, Humans aber einen viel größeren Cardpool haben und oft auch die besseren Payoffs. Aber in Standard haben wir das Problem natürlich nicht, weil wir da kein Human Tribal haben. Und da werden es vermutlich mit Sicherheit Leute probieren, ob sie erfolgreich sind, sei Wird dahingesagt. sich zeigen. Die Genau. Zeit wird es zeigen. Apropos Zeit, smooth. Gute Überleitung. Die nächste Karte ist Teferi, Temporal Pilgrim für 3 Blau-Blau. Legendary Planeswalker Teferi at Mystic Rare, Starting Loyalty 4. Whenever a static ability ist, whenever you draw a card, put a loyalty counter on Teferi. Für 0, technisch gesehen dann plus 1, draw a card. Für minus 2, create a 2-2 Blue Spirit Creature Token with Vigilance. And whenever you draw a card, put a plus 1 counter on this creature. Es ist immer noch seltsam, Vigilance in Blau zu sehen, aber das ist ja eine Änderung, die sie vor einiger Zeit gemacht haben, dass Blau das jetzt kann. Und für minus 12, target opponent chooses permanent they control and returns it to its owner's hand. Then they shuffle each non-permanent they control into its owner's library. Ich Also, finde, Teferi sieht super stark aus. Dieser Teferi. der Ultimate ist, ist quasi so nah, wie du an You Win the Game gehen kannst, ohne ein Nicol Bolas Ultimate zu sein. Ja, und dadurch, dass du quasi kein inhärentes Limit hast, wie viele Counter du auf deinen Teferi bringen kannst und du bestimmt Wege finden kannst, das zu abusen. Also allein in Standard gibt es genug Effekte, die irgendwie. Also er ist Wie heißt die offensichtlich Karte? geplant als der value-generierende die Control-Karte, die dann auch das Spiel gewinnen kann. Ja. Und ja, der Static ist ziemlich gut und ein ziemlich sweetes Design, wie ich auch bemerken möchte. Besonders, dass deine die minus 2 auch, also der Token, den du bekommst, auch von dem gleichen Effekt Von dem profitiert. 7 profitiert, ja, von dem Genau. 0 dann im folgenden Turns natürlich auch. Wird der Token Genau. auch größer. Der Token wächst pro Turn mindestens eine Marke. Einfach durch Und den Teferi Force-Step. auch, ne? Das Ja. ist auch nicht Das von ist der ja, Hand zu stimmt. weisen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass er 5 Mana kostet und sich nicht wirklich selbst beschützt, außer du minus den auf 2 Loyalty und kriegst einen 2-2er Blocker. Wenn du damit den tappst, ist die Karte busted. Ich weiß aber nicht, wie oft das vorkommen wird. Ja, na Anders gut, das ist so als. eine Grundregel für viele Planeswalker, ne? Ja, aber ganz viele Planeswalker haben bessere Wege, sich zu beschützen. Der kann nicht wirklich Support effekten, außer an diesem Punkt ein 2-2er-Token mit Vigilance. Und das ist. Und dann, wenn du das machst, hat er auch Loyalität nur von 2, ne? Das Ja, heißt, stimmt, wenn der dann Gegner reicht mit ein, zwei, 2-2-2 zwei, der angreifen durchkommt. kann, Ja. ist Teferi nicht mehr von dieser Welt oder nicht mehr von Hast dieser du Zeit, gerade könnte man auch sagen. fünf Mana für ein
2-2 aufgegeben. Genau, Wer jede Runde wächst, aber. er enttappt nicht jede Runde. Nicht Mana wie der alte Dominaria Teferi es tut, der natürlich auch busted war. Deswegen, der plus 1 ist natürlich sehr vergleichbar. Deswegen sage ich das. Ja. Also ich Er glaube, es ist enttappt ihn ein auf jeden nicht. Fall ein besseres Design als der alte Teferi. Weil alter Teferi noxious war. Ja, das stimmt. Und hier hast du halt nicht. Hier hast du auf jeden Fall die Option und die Meta wird sich dann, wenn die Karte viel Play sieht, auch anpassen können, um mit dieser Karte umzugehen. Es ist keine Karte, wo du Ja, das ist auf jeden Fall da nicht einfach ein viel Beater, Bats das hast, ist dagegen zu broken oder so. spielen. Er ist ziemlich gut balanced, glaube ich auch. Ich sehe, wie man spielt, zwei Wege. Du spielst ihn natürlich in deinem Control-Deck, das ist außer Frage. Du spielst ihn in keinem anderen Deck. Ich denke, da sind wir uns einig. Und entweder wartest du, bis du 5 Mana plus Mana, um ihn zu beschützen hast. Oder, und das wäre der seltenere Fall, der zweite, den ich sagen werde, du spielst einen Turn 5, wenn du die Sachen für das Gegners bisher alle gut beantworten konntest und das Board clear ist. Und plus den ist auf 5, Gegner hat keine Kreaturen. Dann sollte das ein ziemlich sicheres Game sein. Ja. Aber ich glaube, primär spielst du ihn, wenn du weit mehr als 5 Mana hast, also mindestens 7 oder so. Ja. Und genau, dann ist die Möglichkeit, du kannst War das ihn. ein fragendes Ja oder ein Ja? Nein, das war ein Ja. Klang so. Besonders weil die für Teferi sind Karten, die ihn beschützen, auch wenn man jetzt mal an. Also Karten, die dir Karten ziehen, sind auch Karten, die Teferi beschützen. Ne? Du kannst deinen Cantrip offen halten, theoretisch. Und wenn du dann auf zwei Leute runter bist und der Gegner mit dem 2-2er angreift, Ja, I guess, aber ich weiß nicht, wie, ob du das als beschützen. Ja, klar, es wird also, mattern. ja. Aber Du das musst nicht wird unbedingt nicht. einen Counterspell offen haben oder einen Bounce-Spell, Er um. geht over the top mit X-Draw-Spells, ne? Wenn du damit enttappen kannst und dann ein X-Draw-Spell kannst, kannst du ihn Ja. vermutlich ultimaten. Ja, und Es natürlich auch gibt Silver mit. Scrutiny in Standard Genau. gerade. Silver Scrutiny. Es gibt so Karten wie. Wie heißt denn die Karte? Die. Thirst for Knowledge, aber mit Ländern. Dings, aus Dings, Innistrad, Genau, Dings aus Dings Thirst aus for Innistrad. Discovery. Thirst for Discovery. Genau. Ja, Die dir Sachen drei wie Karten zieht und sowas. Also, für 3 Mana, man kann 2 damit schon Loyalty ist gut Schabernack drauf, machen. ja. Und wie, Und. ich glaube, was man leicht überliest, was du erwähnt hast, ist, dass er jede Runde einfach so eins wächst. Oder 2, wenn du möchtest. Ja, wie gesagt, ich glaube, man spielt ihn primär nicht als 5-Drop, sondern als 7 oder 8-Drop. Und dann muss ich hinterfragen, ob er so viel besser ist als andere Control-Finisher. Wenn du eben Ja. nicht früh spielst, kannst du auch beliebigen 7-Drop-Flasher-Beater spielen, der das Spiel sehr viel schneller beendet. Also, wie gesagt, ich finde die Stimmt, Karte ist ja. sehr sweet designed, sehr gut gebalanced. Ich bin nicht überzeugt, dass es die beste ist an dem, was sie macht. Ja, Aber sie du bringt musst nicht nicht. genug Utility mit, um Turn 5 sie immer confidently spielen zu können, wie Der den alten Karte fehlt Teferi. da minus irgendeine Form von Creature Removal. Ja. Dann wäre die Karte ziemlich gut und vergleichbar mit Dominaria Teferi, der busted war, wie wir erwähnten, der das eben hatte für minus 3. Also dementsprechend eigentlich ein ziemlich cooles Design. Gutes Design, kann man sagen. Ja, war eigentlich überfällig, dass dieser Static an einem Planeswalker ist und es ist überraschend, dass es nicht Chase wurde. Stimmt, aber Teferi ist der neue Jace. Ja, fair. Okay, kommen wir zur nächsten Karte. Alles klar. Und ich habe Seid es ihr nicht bereit für eine weitere absichtlich. 30-Minuten-Diskussion über Ich habe eine es nicht Karte absichtlich beziehungsweise so drei getimt, dass Karten? du die jetzt alle vorlesen musst. Ah, Ich werde stimmt, mir ja. dabei meinen zweiten Premium probiert chinnen. Diesmal nur mit 33,3% Kannst einschenken. auch gleich, den dritten bereit machen. Ich habe nur Weil die zwei. nächste Karte sind eigentlich drei Karten. Wir haben ziemlich lange über die anderen Split-Karten schon geredet. Wir Das lesen sind erstmal keine alles vor, glaube Split-Karten. ich. Meld-Karten. You fool! Lesen erstmal alles vor, wie wir das bei den anderen gemacht haben, und dann gehen wir noch auf die einzigen Sachen, auf die einzelnen Karten an sich ein und die Kombination. Und hier haben wir die Grüne, nämlich Titania, Voice of Gaia. Für 1 Grün-Grün, also 3 CMC, eine 3-4 Legendary Creature Elemental, Mythic Rare auch mit Reach. Und whenever one or more lands are put into your graveyard from anywhere, you gain 2 life. At the beginning of your upkeep, if there are 4 or more land cards in your graveyard and you both own and control Titania, Voice of Gaia, and a land named Argoth, Sanctum of Nature, exile them, then melt them into Titania, Gaia Incarnate.
Das Land dazu ist Argoth, Sanctum of Nature. Ein Land, nur Rare. Und sagt, Argoth, Sanctum of Nature enters the battlefield tapped, unless you control a legendary green card. Hat tappen für ein grünes. Und, also tap, add one green. Und für zwei grün-grün. Und tappen, create a 2-2 green bear creature token. Then mill three cards, activate only as a sorcery. Meldet mit Titania. Und die Rückseite ist dann Titania Gaea Incarnate. Ein legendary creature, elemental avatar mit XX loyalty, oh, mein Gehirn. XX Power and Toughness mit Vigilance, Reach, Trample und Haste. Titania Gaea Incarnate's Power and Toughness are equal to the number of lands you control. When Titania enters the battlefield, return all land cards from your graveyard to the battlefield tapped. Und für 3 und ein grünes, put 4 plus 1 counter on target land you control. It becomes a 0/0 elemental creature token with haste. It's still a land. Puh. Okay, gehen wir. Ich glaube, es ist sinnvoll, erstmal mit dem Land anzufangen, okay? Mhm. Das Land halte ich für nicht sonderlich gut an für sich alleine. Es ist ein für grün tappendes Land, das in 80% der Fällen, würde ich sagen, getappt ins Spiel kommt, was schon mal kein guter Start ist. Besonders in den wichtigen Fällen, wenn du es. Genau, am Anfang ist es nahezu garantiert, dass das getappt ins Spiel kommt. Wenn es dann irgendwann im Late Game ungetappt ins Spiel kommt, ist es nett, aber im Vergleich sehr viel weniger wert. Als wenn es früher wäre. Genau. Tap für grün, das ist okay. Und dann haben wir den Castle Ardenvale-Effekt. Es ist auch kein Multicolor-Land, meinte ich damit oder so. Aber auch kein Farblos. Achso. Ja. Dann haben wir einen mit Castle Ardenvale vergleichbaren Effekt. Für 4 Mana und Tappen kriegen wir einen Token. Diesmal ist es aber ein 2-2er statt ein 1-1er. Und du millst 3 Karten. Der große Nachteil hier ist, dass es anders als Castle Ardenvale ein Sorcery Speed ist, was das nahezu unnutzbar macht, glaube ich. Genau. Es liest sich besser als Castle Ardenvale, bis man den letzten Satz gelesen hat. Und dann ist es nett, I guess, wenn du total am Fladden bist. Aber selbst dann ist ein 5 Mana 2-2. Du hast immer was zu tun und nahezu immer wird es besser sein, als 5 Mana für ein 2-2 und ein Mill 3 zu bezahlen. Magic ist heutzutage so designt, dass du quasi immer was zu tun hast. Also, das ist natürlich auch eine Art des Designs in dieser Richtung, aber dafür ist das Payoff hier zu schlecht, um das oft aktivieren zu wollen. Und der Vergleich mit Castle Ardenvale hinkt, weil es in komplett andere Decks geht. Castle Ardenvale spielst du in einem Control-Deck, hältst dir Mana offen, um zu countern. Wenn du es nicht brauchst, kriegst du ihn als Einser oder so. Oder benutzt das manchmal als deinen Finisher, wenn du besonders obnoxious sein willst. Aber dadurch, dass das grün ist und besonders Sorcery Speed, hat das nahezu nichts damit zu tun. Und ist, glaube ich, eine geringe Upside nur. Klar wirst du es manchmal machen. Du wirst pokern, dass du mit dem Mills 3 dann Titania aktivieren kannst oder so. Ja, genau. Aber ich sehe da keine großen Chancen. Würdest du. Also, ich glaube, Argoth, Sanctum of Nature ist als Karte an sich ziemlich schlecht. Ja, das haben wir bei den anderen Karten gesagt. Okay, vielleicht würde man auch die Meldkarte in sogar. Also die einzelnen Karten sogar alleine spielen, diese Karte eigentlich nicht. Genau. Also das Payoff muss ja gut sein. Es ist deutlich, dass die Karten zumindest an sich playable wirkten. Ja, was aber vielleicht interessant zu erwähnen ist, ist, dass dass das Land nicht legendär ist. Es liest sich so, als wäre es ein legendäres Land, also da muss man sich aber keine Sorgen machen. Aber ja, zusammenfassend ist es ein nicht legendäres Land, das sehr oft und besonders an wichtigen Punkten getappt ins Spiel kommt, nur für eine Farbe getappt und eine relativ irrelevante aktivierte Ability hast. Alles nicht Sachen, die besonders für sie sprechen, aber vielleicht poppt Titania in Kombination das Ganze auf. Sprechen wir über sie. Es ist eine 3-Mana-3-4er Reach. Keine schlechten Stats by no means, aber auch nichts, worüber ich im modernen Magic super glücklich bin. Das sind keine Stats, wo du denkst, wow, das an sich ist schon wert zu spielen. Was tut sie mehr? Wenn du ein oder mehr Länder irgendwie in den Friedhof führst, kriegst du 2 Leben. Wow. Sure, das ist nett, aber auch diese Ability ist nicht wirklich ein Payoff für den Body, der Hilfe braucht. Also, wie gesagt, der Body bräuchte Hilfe, um playable zu sein. Und diese Ability ist nicht die nötige Art Hilfe. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar, ja. Es ist absurd und es ist nett und es wird manchmal ordentlich viel Leben geben, wenn du da den Deck darum gebaut hast, aber. Es ist, damit das richtig und nicht nur ein-, zweimal triggert, dann ist es nämlich mehr oder weniger egal, würde ich mal behaupten. Meistens. Aber wenn du das wirklich aktiv benutzen willst, dann willst du dein Deck auch so konstruiert haben.
dass du oft Länder in deinen Friedhof bringst. Aber selbst dann, wenn Ja, wir diese selbst Karte dann. uns anschauen ohne den Mage, würdest du sie, glaube ich, selten in ein Land-Quaithia-Deck tun. Dafür ist das Ja. Payoff nicht groß genug, zwei Leben zu kriegen. Und da sie das einzige wirkliche Payoff in Standard, glaube ich, für diesen spezifischen Archetype ist, gibt es den Attack dann vermutlich nicht, ne? Ja. Und dann haben wir. Wichtig vielleicht noch zu der Ability zu erwähnen ist, dass es auch mit Sachen wie Fabled Passage, Wrong Wilds, Fetchländern allgemein funktioniert. Ne? Ja, Nicht von nur vom irgendwo Mill. müssen die Länder kommen. Genau. Das wollte ich nochmal erwähnen. Oder auch wenn man sie discardet. Das ist auch Ja, eine. Mill, Discard alles. Land Destruction des Gegners. Ah, das ist eine Sideboard-Karte gegen das Ponsa-Deck in Standard. Okay, also wir haben etabliert, dass wir glauben, dass die beiden Karten an sich ziemlich underwhelming sind. Ja. Titania ist ein bisschen besser im Durchschnitt, glaube ich, als das Land, weil der Body okay ist und die Ability dir nicht schlecht Leben geben kann, aber nicht wirklich genug, da, um zu rechtfertigen, dass du ziemlich heftig darum ein Build-Around machen müsst. Das heißt, es hängt ziemlich ähnlich wie bei Ursa davon ab, wie gut die Meld-Seite ist. Und hier fängt das größte Problem an. Wie bekommst du die Meld-Seite? Mishra war ziemlich kostenlos. Du Ja, musst damit die angreifen. angreifen. Ursa Ursa musstest war du Menge teuer, Mana aber. reinpacken, packen. Er hat dir aber wenigstens dabei geholfen durch die Power Stones. Ja. Hier musst du damit antappen. Also, das ist natürlich bei Mishra auch so. Aber hier musst du damit antappen und auch noch vier oder mehr Länder in deinem Friedhof haben. Und natürlich die beiden Sachen kontrollieren und besitzen. Aber das lassen wir mal weg. Das ist natürlich selbstverständlich. Das heißt, es hat hier zwei Bedingungen. Es muss im Upkeep überleben. Und du musst die vier Länder im Friedhof haben. Das heißt, es ist nicht nur anfällig gegen Removal wie alle Meldkarten, sondern auch noch gegen Graveyard Hate. Und dann, also ja, die Karten helfen zwar dem auch dazu, Nicht beziehungsweise das wirklich, ne? Land, eigentlich nicht mal, ja, Genau, stimmt. das Land haben wir etabliert, Besonders dass weil du du die es nicht, Fähigkeit. genau, nicht aktivieren willst und Titania hilft dir gar nicht. Titania Stimmt, rewardet ja. dich für einen größtenteils in kleineren Formaten nicht unterstütztes Theme. In den älteren Ja. Formaten, wo du das machen könntest, in irgendwelchen Land Graveyard Decks mit Renin 6, was weiß ich, oder Dredge oder so, Splendid spielst du Recreation. nicht Titania. Das ist Ja. lachhaft. Das heißt, ich glaube, hier können wir von der schwersten Melch-Restriction sprechen. Aber was bekommst du dafür? Eine War das große eine Kreatur? Frage oder war das eine rhetorische Frage? Eine rhetorische Frage. Okay. Eine große Kreatur, die, wenn sie etabliert, die erstmal alle Länder aus dem Friedhof zurückspielt, also in dein Team spielt und dich Mindestens ordentlich vier, rammt. also schon mal. Mindestens vier, ja. Und dann, was vermutlich 10-10 oder so sein wird. Ja. Oder vielleicht auch nur 8-8, aber sowas. Ab dann dem Punkt ist es eigentlich ziemlich egal, ob 10-10 oder 8-8. Mit einer aktivierten Fähigkeit, die du. Die okay ist, sie ist nicht großartig. Ja. Und einer Und im Haufen Keyboard-Sync. Keywords. Haste ist natürlich relevant und Trample und sie hält dich am Leben. Aber auch hier halte ich die Flip-Seite für die schlechteste, wenn du nur die geflippten Seiten als einzelne Karten gegeneinander vergleichst von drei Meld-Pairs. Mishra tötet dich sofort. Ursa generiert unbeschreibliche Mengen an deinem Advantage. Titania holt dir einen Haufen Länder zurück und getappt, wie ich noch erwähnen möchte. Das heißt, du kannst sie nicht benutzen, um die aktivierte Ability zu aktivieren. Und wenn du möchtest, kannst du einmal, vermutlich nur oder maximal zweimal die aktivierte Ability aktivieren. Ja, und Dann dann hast greifst du du einen an. 4-4er, Genau. was okay ist für 4 Mana, aber wenn der stirbt, dann Stormrain zu dich und. Aber die Kreatur ist nicht groß genug, um zu one-shotten, nahezu immer. Besonders da du auch ein Ja. paar Blocker davor werfen kannst. Ist super Removal-anfällig, wenn der Gegner ein Removal hat. Natürlich sind das die beiden anderen zu gewissem Maße auch, aber weniger, denke ich. Aber wenn der Gegner hier ein Removal hat, flippst du zum einen natürlich nicht, aber wenn es irgendwie doch passiert ist, hast du einen Haufen Länder bekommen, vielleicht ein 4-4er. Das war's. Ja. Und selbst wenn der Gegner erst dann ein Removal zieht, wenn er wieder dran ist, heißt das nicht, dass du sicher gewonnen hast. Ja, stimmt. Du machst eine Menge Damage, aber wenn der Gegner bei einem komfortablen Life-Total war, geht er vielleicht auf 5, sagen wir. Gegner war auf 15, geht auf 5. Du hast ein 4 Länder bekommen und vielleicht ein 4-4er-Token.
Oder Land aktiviert, besser gesagt. Das ist gut, aber nicht, du hast sicher gewonnen, wie es bei den anderen nahezu ist. Ja. Also, Und es ist so vielleicht, anfällig. genau, also man merkt deutlich, denke ich, dass ich kein großer Fan von der Karte bin. Aber ich glaube, es ist berechtigt. Ich glaube, sie ist einfach die schlechteste der drei Meld-Pairs. Die Ja. Vorderseiten sind jeweils schlechter und die Rückseite ist auch, glaube ich, nicht sonderlich gut. Die Frage ist, Also die all die Frage Sachen, ist. wie ich gerade gesagt habe, gelten für Constructed primär, ne? Und auch da bei kleineren Formaten wie Standard, Pioneer, Explorer, Historic, sowas. Die Frage ist, gibt es in den Standard mit den neuen Karten, die rausgekommen sind, ein Deck, was auch so funktioniert, was daran Interesse hat, Länder in den Friedhof zu tun? Mir fällt nicht wirklich Support dafür aus, wie Lord Windcrest macht das ein bisschen. Der Discarder-Länder. Lord Windgrace, Das ist aus Es Dominaria gibt United, der Chuck-Typ. die Sack Evolving Wilds Attrappen aus. Na, Meinst du sag Fabled schon. Passage? Nein. Die Trilands, nicht Trilands, aber die aus Capenna. Ah, ja, natürlich, der Ich Ding. weiß nicht, wie der Überbegriff ist. Es Es gibt, gibt glaube ich, keinen Slowgurk in richtigen. Standard, Ja, der Interesse Slowgurk ist daran so hat. schlecht. Er kann schon ziemlich viel Wir reden von diesem regenerieren. Uncommon Frog, oder? Nee, von dem Slime aus Innistrad. Der Erinnere mich. 3 Mana 3-3. Wann immer ein Land in den Friedhof, ich rezitiere das auf dem Kopf, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es stimmt, aber wenn man immer ein Land in den Friedhof gelegt wird, 1-1 Marke und Ah ja, ich erinnere mich. für. Und du kannst irgendwie Sachen aus dem Friedhof casten oder Länder Nee, aus? du kannst, glaube ich, drei Wenn Marken er von ihnen angreift, willst du um drei, entfernen. oder? Nee, warte, ich denke an einen Gott. anderen Frog. Ja. Ich denke an Nee. einen ganz anderen Frog. Du denkst an eine ganz andere Karte. Es ist auch immer noch kein Frog. Aber Aber meine du Karte ist ein kannst Frog. Länder zurück aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen, wenn Ja, aber du die drei Karte Marken von war ihm nicht entfernst und gut. ihn auf die Hand nimmst. Aber es ist eine Karte, die das theoretisch Ja, sure, I unterstützen würde in guess. den gleichen Farben. Es gibt Shigeki aus Kamigawa, der Länder wieder aus dem Friedhof zurückholt. Also. Ja, aber die Karten waren alle so schlecht. Ich dachte an, gerade aus Dominaria United gibt es den Ankam, grün-schwarzen, der im Upkeep Sevel 1 hat und dann 0,5 und kriegt plus x plus 0, wobei x gleich der Anzahl der Ja. Länder ist in deinem Friedhof. Das ist die Karte. Und für zwei Ja, Mana ja. kannst du ein Land opfern und zwei Leben bekommen, drei Leben, sowas. Zwei Leben, glaube ich. Der Ja, supportet das, die aber ist nicht gut. deine auch nicht, Slowgurk. Slowgurk sieht zumindest ein bisschen Play in Standard. What? Bei Bronze vielleicht, wo du dich umtreibst. Ich habe dann nicht Du viel hast ja. Standard-Play gesehen, spielt aber ein bisschen, um fair zu sein. Und ich glaube ihn nie gesehen. Okay. Ja. Ja, aber wie gesagt, kein großer Fan von Titania. Ja, ich glaube auch, dass wie zurück zu Titania. Sie ist eindeutig die, auch von den Effekten her, einfach die unspannendste, die am wenigsten spannende Und Karte ein von den weiterer Nachteil ist, Meldkarten. dass sie auch noch das Deck, die Karte ist, die am meisten Support vom Deckbuilding braucht. Mishra Ja. kannst du in dein schwarz-rotes Aggro-Deck werfen und der wird in Ordnung sein, mindestens. Urza braucht das Artifact-Deck, aber, oder Instant Sorceries. Aber das sind nicht keine große Build-Around-Restriction. Ja. Und Titania muss das sehr spezifische Lands im Graveyard-Deck sein, das es nicht mal gibt. Stimmt. Das heißt, da haben wir einen Weltenunterschied zwischen, wie sehr musst du arbeiten, um sie supporten zu können. Und der Flip ist am schwersten und die Karten sind am schlechtesten, also ich weiß nicht, was für sie spricht. Es ist immer noch ein 3-Mana-3-4er Titania an sich. Mit relevanten Abilities. Das ist das Beste, was ich darüber sagen kann. Ja. Also nicht besonders Ja. exciting. Gehen wir zu einer nächsten Karte rüber. Oder? Denke ich. Ja, sehr gerne. Das wäre dann Misery's Shadow für 1 und ein schwarzes Creature Shade für ein 2-2er Adware. If a creature an opponent controls would die, exile it instead. Und für ein Mana Misery's Shadow gets plus one until end of turn. Und es sieht aus, als würde er jemandem den Mittelfinger zeigen. Ja, stimmt.
und sich dann aus dem Staub machen. Tschüss! Es gibt, es gab, als gerade gespoilt wurde, sehr viele der Armen in Tuco Shade Witze. Das war ja für drei Mana ohne den Exile-Part. Also war 2 Jahre mit dem Effekt, Ja. der, als er gedruckt wurde, relativ gut war. Voll creep. Misery Shadows, auch den Vergleich habe ich oft gehört, ist der Dorsey Stalker, meist, der Dorothy aus Modern. Voltwalker. Voidwalker, genau. Der, die Standardversion vom Dorsey Voidwalker im Grunde. Der schwarze, aggressive Two-Drop, der accidentally den Gegner Graveyard hatet. Was eine ziemlich gute Combo ist. Dorsey Voidwalker ist sehr, sehr gut. Und das ist die Standardversion im Grunde davon. Ja, stimmt. Und der Immer den mit immer Shadow-Effekt dem. ist ziemlich, ziemlich gut in Combat. Das, Ja, durch den Threat of Activation genau. kannst du Schaden pushen Und oder im Mid- zu traden. Late-Game kannst du den einfach ohne sonderlich viel Aufwand als 5-5er Rumble schicken. Und immer noch weitere Sachen machen. Und Graveyard Hate ist quasi immer heutzutage in Magic relevant. Weil so viele Sachen irgendwas mit dem Friedhof tun, dass das nahezu nie vollkommen dead ist. Natürlich ist es in manchen Matches busted und in manchen Matchen relativ irrelevant, aber nahezu immer tut es irgendwas. Und du hast einfach so viel Flexibilität in den Entscheidungen, die du triffst. Du kannst immer abwarten, bis der Gegner seinen Removal-Spell gepointet hat, bevor du pumpst oder Und der besonders Pump ist die ist halt so Karte unbeschreiblich witzigerweise. cheap, was der große Punkt ist. Es gibt ja immer wieder Limited Shade, das ist ja die Shade Ability, die sehr lange in Magic schon gibt. Und immer wieder drucken sie, ich weiß nicht warum, irgendwelche Shades in, für Limited, die dann super overcostet sind und auch noch eine teure Shade Ability haben, die nie Play sehen, ne? Gerade in Dominion United war wieder der 4-Mana 2-2er Flyer, ne? Sie sind nie playable. Hier sieht man, dass die Shade Ability durchaus gut sein kann. Ja, Das Einzige, wenn sie so was low man. kostet ist, auf jeden Genau. Fall. Und die Kreatur nicht overkostet ist. Also ein 2-Mana 2-2er Bär mit Mit multiplen einer, selbst ohne Upside. den Effekt, Genau, einer einem guten Upside, Upside. wo du kein weiteres Mana reinstecken musst, sondern nur der Gegner Kreaturen sterben hat. Was passiert? In dem, gegen dein schwarzes Deck hier. Das Einzige, was die Karte braucht, ist ein relativ aggressives, midrangiges Deck. Und wie es der Zufall will, ist Schwarz-based Aggro und Midrange sehr relevant gerade in Standard. Und einer der Removal-Spells, die viel gespielt werden, um mit dieser Strategie umzugehen, ist Cutdown. Der. Guter Punkt. Braucht man hier nur einmal, um das zu countern? Das ist ziemlich gut. Ein ziemlich guter Punkt, ja. Ja, sweete Karte. Und erfrischendes Card Artwork, finde ich. Jetzt Oh mal vom ja. Mittelfinger abgesehen. Sehr oldschoolig. Mit dem schlichten Hintergrund und so. Ich weiß nicht, was der grüne Zacken am linken Rand so soll. Es sieht aus, als hätten sie an irgendwas reingezoomt. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Füllerfeder, dachte ich zuerst, ne? Ich glaube, es ist eine Pflanze, oder? Ja, keine Ahnung. Das, Ja. mir ist bewusst, dass es kein Füllerfeder ist, sonst ist die Karte auf einmal weniger furchterregend, wenn man einen Ja, stimmt. Größenvergleich hat. Stell mir jetzt auf dem Tisch diesen kleinen Shadow vor, der raged. Okay. Okay, wir sollten vielleicht über eine Karte, die Misery Shadow heißt, keine Witze machen. Vermutlich Klingt nicht. gefährlich. Kann man aber über die nächste Karte Witze machen, ist die Frage. Das werden wir gleich sehen. Erstmal schauen wir uns an, was die nächste Karte ist. Und zwar ist es Lauren of the Third Path für 2 und ein weißes. Ein Legendary Creature Human Artificer 2-1 at Rare. Mit Vigilance und When Lauren of the Third Path enters the battlefield, destroy up to one target artifact or enchantment und tappen. You and target opponent each draw a card. Eine weitere Karte im Wotzis Weg, der heulenden Commander-Spielern ihren Willen zu geben und Weiß ein bisschen zu pushen. Ja. Nein, ich bin nicht bitter, so gar nicht. Aber es war eigentlich, die Karte ist kein schlechtes, kein gutes Beispiel, um darüber gepisst zu sein, weil es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, dass Weiß seinen eigenen Reclamation Sage bekommt. Und das ist eine ziemlich Ja. sweete Version. Ich weiß nicht, was Vigilance da soll. Ich Klar, es funktioniert mit der aktivierten Ability, aber wie oft gehst du mit einem 2-1er Rumblen? besonders Turn 3 oder wahrscheinlich sogar Turn 4 oder 5, weil du warten willst, bis du Und Value weil aus es dem keinen BTB Haste hat. bekommst. Ja. Also, genau. Ja, und wenn du in Turn 4 damit angreifst,
hat der Gegner irgendwelchen Blocker und ja, keine Ahnung. Also es ist eine pure Upside, also. Aber das Design ist ein bisschen seltsam, der Witcher jetzt auch noch drauf zu packen. Aber Baseline ist es weißer Legendary Reclamation Sage, was ein ziemlich guter Floor ist. Ja. Nach der Legendary, was auch manchmal ein Vorteil sein kann, wie mit dem ganzen Legendary Matters, was wir haben. Primär eine Constructed-Karte, also ich sage Constructed als Gegenteil von EDH, quasi eine primär eine 60-Karten-Formatkarte, also sie ist auch gut in EDH als Disenchant-Effekt, aber weniger wichtig, dass es sie gibt, denke ich. Weißt du, was ich meine? Ja, Weiß hat viele Disenchant, zum Beispiel. Und der Upside vom Body und so ist in Commander weniger wichtig als in Sachen wie Death and Texas, die den Body Ja. durchaus wollen. 2-1er ist ziemlich gut da. Der einfach dein Board vergrößert hier. Legendary Creature, wie gesagt, ziemlich cool. Combo den Elder in Sachen wie Legacy, unter anderem mit Karakas. Oh ja. Wo dann natürlich auch dann in älteren Formaten der ETB umso relevanter wird. Was ich auch irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau wo, ist, dass es ein Counter gegen Oracle of Sasa-Kombos sind, die das ganze Deck entfernen, dein Oracle spielen und gewinnen. Du kannst den Response, wenn du keinen Summoning-Sieg mehr hast, deaktivieren und den Gegner töten. Oh, ja, das ist cool. Aber primär, glaube ich, ist der Effekt. Ich glaube, der Effekt ist relativ gut, der Deactivated Ability in Sachen wie Death and Texas, die dann sich ein bisschen mehr Schub besorgen. Den Gegner ja eh schon durch ihre Sachen, durch ihre Disruption-Sachen, Salia, Land Destruction und so weiter ausbremsen. Das heißt, der Gegner hat Ja, eh viele stimmt. Karten in der Hand. Und Du eine Karte leerst mehr deine macht dann Hand, wenig aus, genau, ne? und die eine Karte, die du mehr ziehst, quasi kostenlos, weil sie Witcherin ist, hat, deswegen hat sie das wohl. Das heißt, du kannst angreifen und dann tappen. Ist die eine Karte, die du ziehst, ist deutlich wichtiger im Vergleich als die eine Karte, die jetzt Gegner noch zu seinen vielen zieht. Ja, stimmt. Ich mag das Design allgemein. Ich weiß nicht genau, warum der Artificer hier, der die Phyrexian Sylex untersucht, einen Artefakt abschießt beim ETP. Das scheint mir ein schlechter Artificer zu sein. Aber ich bin auch nicht sonderlich vertraut mit der Lore. Ich glaube, das ist die Frau von Baron, die dann stirbt, aber das hätte ich nachschauen sollen vorher, ich weiß nicht genau. Okay, ja. Falls ihr es besser wisst als Deo, sagt mal in den Kommentaren Barons Bescheid. Frau stirbt ja dann und dann gibt es ja, wie heißt der, rote Mass Removal Spell, der alles abschießt, auch Länder und so. Für 8 Mana, can't be countered. Nicht Ich weiß nicht, wie er Obliterate? heißt, aber ich weiß, welchen du meinst. Genau, das ist Baron, der gepisst ist. Okay. Okay, aber ja, Sweeter Reclamation Sage Spin in Weiß. Und nur eine Frage der Zeit und mit guten Abseits. Ja, Dann kommen wobei wir. man vielleicht sagen muss, also zwei Sachen noch zu der Karte. Ja, bitte, sorry. Darauf wollten wir nicht drüber reden, aber in diesem, auch in, weil wir gerade es von Constructed hatten, in Limited ist, glaube ich, auch gar nicht mal so bad, weil so viele Artefakte Oh ja. rumfliegen, dass du immer irgendwie den Added Value hast. Und der Floor ist auch dann nicht schlecht, wenn du nicht einen Target hast, aber meistens wirst du eins haben und Genau. vermutlich ein sehr gutes. Und auch wenn du nur ein Power Stone abschießt, Ja. was du nahezu immer tun solltest, ist es dein 3-Mana 2-1er Vigilance mit einer relevanten aktivierten Fähigkeit. Ja, genau. Der Body ist natürlich nicht optimal, aber die Opportunity Cost, dass du manchmal den Finisher des Gegners damit quasi kostenlos abschießen kannst, ist ziemlich gut. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass die Upside hier natürlich für Constructed Formate, dass es eine Kreatur ist, in Weiß für Sachen wie Death in Texas, bei Dings liegt, Isarwald, dass du das wählen kannst. Oh ja, Instant Stimmt. Speed dann kostenlos. Bastard. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann kommen Alles wir zur klar. nächsten Karte, denke ich, und ich glaube, das ist Genau. eine meiner Lieblingskarten im gesamten Set. Also freue ich mich drüber zu reden. Okay, dann erzähl mal, was das für eine Karte ist. Habe ich nicht gerade vorgelesen? Nee, habe ich nicht, Nee. oder? Okay, dann Nee. war das ganze Intro, das dich einleiten sollte, ziemlich sinnlos. Die Karte, von der wir sprechen wollen, ist Brotherhood's End für 1 und 2 rote, CMC 3, Sorcery at Rare. Choose one. Brotherhood's End deals 3 damage to each creature and each planeswalker. Or destroy all creatures with mana value, destroy all artifacts with mana value 3 or less. Es ist Baseline, ein Spin on den klassischen 3-Mana Sorcery in Rot, der 3 Schaden Okay. allen Kreaturen macht. Und Er Anger hat of the aber, Gods oder sowas. genau, Anger of the Gods ist eine der besten Versionen dieses Effekts. Die sehr viel Playstation in quasi allen Formaten, also bis hin zu Modern zumindest, wo sie legal ist.
Und ich glaube, die Karte macht Angel of the Gods sehr relevante Konkurrenz. Sie hat Ja. nämlich zwei verschiedene, sehr distinkte Upsides gegenüber dem. Wir verlieren natürlich die Upside mit Exilen, was sehr relevant sein kann. Aber wir haben dieselben Kosten, selben Sorcery Speed. Der eine offensichtliche ist, dass es auch alle Artefakte mit CMC 3 oder weniger abschießen kann, was ziemlich, ziemlich gut ist. Dass du hier diese unbeschreiblich große Flexibilität hast. Es ist ja primär eine Sideboard-Karte in Constructed-Formaten. Und du in besonders älteren, wo das Sideboard so unbeschreiblich wichtig ist, versuchst du natürlich immer mit deinen Sideboard-Karten verschiedene Decks zu treffen. Und die Karte, die zum einen gegen die Aggro-Weenie-Decks gut ist, aber auch gegen irgendwelche Artifact-Combo-Decks, und das dich nur einen Sideboard-Slot pro Kopie kostet, wo du, wenn du beide Decks beantworten willst, sonst zwei brauchst meistens, ist ziemlich, ziemlich gut. Also das kann man wirklich nicht überbetonen, wie gut diese Flexibilität zwischen genau diesen zwei Effekten ist. Es kann dann dadurch tatsächlich auch zu einem, im Gegensatz zu Angle of the God, zu einem One-Sided Board Wipe werden, ne? Wenn du Genau. das Artefakt, der komplett strippst, aber deine Kreaturen behältst, Genau, nicht du schlecht. spielst es vermutlich nicht in deinem Artefakt-Deck selbst, genau. Das heißt, der Artefakt-Part ist meistens ziemlich one-sided zumindest und vermutlich auch der Three-Damage-Part. Aber der zweite Sneaky-Upside ist, dass es meistens dieser Artefakt, Anger of the Gods, Sweltering Suns, was weiß ich, keine Planeswalker trifft. Das aber schon. Und ich glaube, auch das ist ein ziemlich wichtiger Upside, der die Karte, wenn der Artefakt-Part nicht da wäre, glaube ich, nicht besser machen würde als Anger of the Gods. Also strictly besser kann man eh nicht davon reden, weil wir den Exile nicht haben. Aber zumindest auch ohne den Artefakt-Part und nur mit dem Planeswalker-Upside, es die Überlegung gäbe, welche Karte ich spiele, je nach dem Meta. Und wir bekommen auch noch den bastelten Part dafür, dass wir uns die Artefakt-Sideboard-Hate-Karten sparen, zumindest teilweise. Deswegen bin ich sehr gehypt. Es ist ziemlich cool, dass die Karte, die quasi das ganze Set zusammenfasst, ist ja auch eine Story-Spotlight-Karte und so, der springende Punkt des ganzen Dings. Wie sich die beiden Brüder zum ersten Mal wirklich endgültig splitten. Und irgendein random Fan im Hintergrund sie anfeuert. Ist bestimmt irgendjemand Relevantes. Keine Ahnung. Aber ist cool, dass das so ein cooles und interessantes Design ist. Und ich bin sehr gehypt darauf. Was mich ein bisschen stört, es fällt mir gerade auf, dass es doch eine gewisse Harry Potter-Energie vom Artwork her hat. Ach so, ja, Weißt du, was ich stimmt. meine mit diesen seltsamen. Mit den Zauberstrahlen, die sich treffen in Genau. der Mitte, ja. Und dadurch, dass die beiden halt da Ja, Jungspunde genau, sind. so jung sind. Ja. Das ist ein bisschen unfortunate. Besonders, da ich das jetzt zum ersten Mal mir aufgefallen ist und jetzt nicht mehr wegsehen kann. Ja, Curses, my brains. stimmt. Aber das sind die Mightstone und Weakstone, oder? Den sie da haben. Ich glaube, ja, die halten sie in der Hand. Okay. Genau. Aber ja, coole Karte. Links müsste Ursa sein, rechts Mishra mit dem Roten. Aber ja, die Karte ist super gut und wird quasi auf Ewigkeit eine Diskussion sein, spielst du Anger oder Brotherhood's End? Ist dann ein Meta-Call. Wie relevant ist Planeswalker und Artifact Removal versus wie relevant ist der Exile? In einem Meta, wo alle Decks super Graveyard orientiert sind oder ein Graveyard-Deck super gut ist, Hogak-Zeit oder so, auch wenn da Engar viel zu spät war und Hogak nicht gekillt hat, aber nur als Beispiel, du weißt, was ich meine, dann spielst du natürlich weiter Engar. Aber wenn das nicht der Fall ist, spielst du, glaube ich, meistens Brotherhood's End über Anger of the Gods. Und Anger of the Gods ist, wie gesagt, deine Staple. Das Ja, heißt, das stimmt. das zeigt, wie gut diese Karte ist. Auf jeden Fall. Das In stimmt. Ordnung. Okay. Dann kommen wir mal zu einer Karte, die schon bekannt sein dürfte, oder die zumindest ein Reprint ist. Und zwar Diabolic Intent. Für eins und ein schwarzes Sorcery. As an additional cost, sack a creature und search your library for a card, put it into your hand and shuffle. Interessante Karte. Also wie gesagt, der Reprint. Wollen wir erstmal das war ein Part, wo ich Ja. dachte, dass wir die Reprint des Sets kurz ansprechen. Ich glaube, das machen wir am besten, bevor wir über die Karte selbst reden, okay? Ich denke auch, ja. Okay. Was mir positiv bei diesem Set aufgefallen ist, dass es ziemlich gute und viele Reprints gibt. Wir nennen der Obsidian Baelos, der früher nur rare war und hier in Uncommon auftaucht. Go for the Throat in einem neuen Environment. Disfigure auch als cooler, schwarzer, billiger Removal. Blaster mit awesome neuem Artwork, wie ich bemerken musste. Und natürlich am Ja. relevantesten vermutlich für Sachen wie Explore oder auch Standard Monastery Swift Spear. Auch wieder ein Ankamm. Muss man auch WotC loben, dass sie Swift Spear nicht abgeschiftet haben und Baelos Und Baelos downgeschiftet haben. runtergeschiftet haben. Ja, auf Genau. jeden Fall.
Ja, es hätte einen ziemlich großen Outcry gegeben, hätten sie Swiftspear abgeschiftet, aber vom Power-Level im Vergleich zu anderen Rares wäre es vertretbar gewesen. Ist Ja, besser auf jeden als Fall. Soulscar Mage meistens. Mhm. Genau, aber da muss man sie loben. Es ist zum einen sehr cool, weil es dieses Nostalgie-Set ist, da dann alte Karten reinzubringen, wie besonders Diabolic Intent. Aber es ist auch einfach sinnvoll, finde ich, in allen Sets, wenn sich die Gelegenheit ergibt, coole, beliebte Karten zu reprinten. Da geht es gar nicht um den Reprint, der die Kosten senkt, weil Go for the Sword oder Disfigure sind ja nicht Ja, keine super super teuren teuer. Aber es Karten. ist einfach cool, sie in einem neuen Limited Environment zu haben und in dem neuen Standard. Sind beides Karten, Und die man theoretisch spielen kann, mit Standard auch. ja, und das ist cool, ein neues Artwork irgendwie zu haben Genau. für die Karte und Und man muss nicht den 10. Schwarzen 2-Mana-Removal-Riff haben. Natürlich ist das auch cool zu haben, aber einfach mal ja. alte Sachen reusen ist keine Schande. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Lob für das Set. Könnt ihr euch schon mal für die Endset-Discussion merken. Da Kommen wird's dann wir abgefragt. kommen wir zur Karte selbst. Zum einen mag ich das Artwork aus irgendeinem Grund nicht sonderlich. Das sieht weird aus für mich. Ist das Geeks da drauf? Ich Wahrscheinlich, oder? glaube, Steht also er mit dem Flavortext erwähnt. genau. Es sieht nicht, ja, keine Ahnung. Ja, Irgendwas scheint mir oft zu sein. Aber es sieht ein bisschen aus, als hätte er wie bei bei so Technik-Sachen, so, weißt du, diese Kabellinien auf der Brust? Ja, Keine Ahnung. Aber naja, kommen wir zur Karte. Daenerys hat sehr viele Diskussionen, wie gut sie in verschiedenen Sachen ist, angeregt. Weil es hat natürlich das die Allure von, es ist im Grunde Demonic Tutor. Selbe Mana-Kosten, selber Effekt. Downside, du musst eine Kreatur opfern. Das Problem ist, dass die Downside doch recht groß ist, wenn du dein Deck nicht drum baust. Ja, Das heißt, auch eine sehr gute designte Karte. Bitte? Sorry. ja, genau, du musst, also, du kannst diese Karte nicht spielen ohne Kreatur, ne? Das Genau. ist, du musst einen, und dann muss es etwas, also muss es, muss irgendein Token sein oder irgendwas, Und was du kannst seinen sie nicht in dein Deck relevanten packen. ETB Genau, du hatte. kannst sie nicht in dein Deck Ja. packen, wenn du nicht sehr sicher bist, dass wenn du sie ziehst, du sie ohne große Verluste und am besten mit Upside durch den Sacrifice casten kannst. Genau. Das erfüllen halt nicht viele Decks, besonders in kleineren Formaten. Also, Mhm. ich glaube nicht, dass sie. Sie hat das Potenzial, gut in Sachen wie Standard zu sein. Ich glaube, dass sie in Sachen wie Standard, Explore, was auch immer, nicht busted sein wird. Was ein guter Place Ja. ist. Du kannst, wenn du willst, drum herum bauen und dann kannst du sie als gute Karte spielen, aber sie wird nicht Formate dominieren dort. Wo sie, Stimmt. wo sich auch viele Leute einig sind, sehr gut sein wird, ist in Modern in Yawgmoth-Combo. Was? Flavorful ist, I guess. Das Yawgmoth-Combo-Deck dürften viele ein Begriff sein, mit Yawgmoth aus dem ersten Modern weisen sie an, ja. Throne Physician halt. Genau, Strand Physician. Und das Deck spielt ja die ganzen Undying-Karten, weil sie mit Yawgmoth Infinite gehen. Und das Deck gewinnt, wenn sie es Yawgmoth findet und der Gegner es nicht beantworten kann. Und das ist eine Karte, die mit Undying funktioniert und ihr Yawgmoth findet. Deswegen Ja. sind da viele Spekulationen, wie gut das in dem Deck sein wird. Und da habe ich Zuversicht, dass es sehr gut sein wird. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist einfach. Genau, es ist halt die Frage, wie sehr du überhaupt einen Tutor-Effekt willst in deinem Deck. Klar, ja. Was Ein immer Tutor ist zwar, das quasi. vergisst man manchmal, dass ein Tutor nicht inhärent gut ist. Ja, genau. Ganz Aber das oft ist im kein Limited Problem von besonders merkt man Diabolic das. Intent. Limited ist ja oft eine reduzierte, pure Form von Magic. Und Tutoren sind generell gesprochen nicht gut in Limited. Ja, stimmt. Deswegen brauchst du spezifische Sachen, die du tutoren möchtest. Meistens sind Tutoren gut in Combo-Decks, die eine Karte suchen oder so. Oder Ja. das jeweils andere Combo-Piece. Und nicht in Und deinem so. schwarz-grünen Midrange-Deck. Genau. Hier sieht man vielleicht Potenzial mit den Meld-Karten, damit du Guess. quasi eine zusätzliche Kopie hast, aber in Limited wird das sowieso nicht passieren. Hey, Und. you watch me. Das ist ja so absurd, als würdest du bei Dominaria United sagen, wir bekommen nicht genug Gito Lavamancer oder so, wie sie heißen. Okay. Genug. Ich glaube, es war der Bounce-Spell. Ich weiß Bounce es nicht Creature. mehr. Bounce Ja, Kicker Bounce Creature, genau. Creature. Ja, Gito nicht der irgendwas ist es. Kicker. Ja, nicht die Wave. Also sie hat Kreatur hat Kicker, aber was auch immer. Anderes Set. Aber ja, cooles Reprint. Cooler Reprint. Gehen wir zur nächsten Karte. Ich war dran, oder? Ja, korrekt. Okay. Felden.
Was für ein Wort ist das? Ronom? Ronom. Ich Ist das glaube, es ein ist ein Wort? Eigenname. Ein Ah, Magic-Eigenname. von einem Ort oder so. Ja, genau. Okay, der Aber ich kann, also ich, Ronom-Exkavator. es gibt zumindest kein Wort, was ich kenne. Das sagt nicht viel So. aus. Gotcha. Übrigens, Bofor. Felden, Ronom-Exkavator. Für eins und ein rotes. Legendary Creature, Human Artificer 2-2 at Rare. Haste. Und Felden can't block. Also wir haben einen 2x 2-2er Bär mit Haste, der nicht blocken kann. Und whenever Felden is dealt damage, exile that many cards from the top of your library. Choose one of them until end of your next turn. You may play that card. Zum ersten möchte ich sagen, dass ich ein Fan bin von dem Wording. Ich habe es nämlich, mir ist es nämlich zu oft passiert, dass ich vergessen habe, dass eine Karte sagt, you may play one of them. Ich dachte, du kannst alles spielen. Ich spiele das Land daraus, will dann den großen guten Spell spielen und stelle fest, dass ich nicht mehr spielen darf. Deswegen ist es hier schön, dass du zuerst eine aussuchst und die dann spielen darfst. Es ist schlechter, weil du es dann schon entscheiden musst und nicht bis, wenn du sie erst spielen willst, weil du ja bis zum nächsten Turn Zeit hast. Das heißt, es ist nahezu strictly besser, schlechter. Ich glaube sogar ganz strictly schlechter, das Wording. Es ist aber, glaube ich, vom Gameplay verringert es die Feelbads. Und es ist ein interessantes taktisches Element, dass du dann schon überlegen musst, welche du behalten willst. Und weil du halt so viele Designs, Exiles, ist, glaube ich, wichtig. Ja, Aber kommt drauf an, wie viele du Excel. Also. du wirst mindestens zwei Exilen. Oder eine. Ja, aber das wird nicht vorkommen. Wie Kommt oft, selten vor, ja. genau, wie oft wird der Gegner ihn mit dem 1-1 blocken? Ja, stimmt. Also nahezu immer wieder mindestens Also, zwei ja, und sehr man. oft auch Es drei ist. bis vier Exilen. Ja. Es ist sich quasi eher, wenn diese Kreatur stirbt durch Schaden, dann ist der Effekt. Es ist, glaube ich, zusammenfassbar ein schlechter Robber of the Witch. Du hast dieselben Stats für 2 Mana 2-2er Haste. Nachteil Legendary, aber darüber gehen wir mal hinweg. Nachteil auch, dass er nicht blocken kann. Und dass er keinen Reach hat. Oh ja, ich glaube, ich habe Robber of the Witch viel gespielt und ich glaube, nahezu nie war der Future relevant. Du greifst an damit. Also. Stimmt. Und wenn du nicht angreifst, stirbst du gerade. Da rettet jetzt das Reach selten. Aber Leute vergessen dauernd das Reach, das ist ein Upside. Ja. Es ist quasi Flavortext Das dabei. Hidden Reach. Ja. Oh ja, der Hidden ist. Der sitzt einfach in dem Window. Ja, klar, das ist eine Archer und so, wegen Robin Hood, aber. Ja, das halte ich für persönlich ein schlechtes Design. Ja, es ist ein Top-Down-Design, aber come on. Der 2-2-Attacker mit Reach. Das Egal. stimmt. Wir reden nicht über Eldraine. Bisschen zu spät für dann, das hat Reveal zu machen. Aber ich habe neue Scoops bekommen. Ich habe gehört, dieser Oko, der ist gut. Ich Ja. würde da spekulativ Leute Kopien kaufen. Oko ist nicht. Oko ist Sieht aber nicht. interessanterweise momentan kein Play in Standard. Ja, komisch. Okay, zurück zu Felden. Vergleich zu Robber of the Witch. Ich glaube, er ist ein deutlich schlechterer Robber of the Witch. Was nicht heißt, dass er schlecht ist. Also, er vergleicht sehr extrem, weil er der 2-2er Haste ist und in einen Card Advantage eingebaut hat. Der ist aber Ja, nicht und in dem repeatable. roten Agro-Deck ist. Ja, ist genau. Er hat in genau denselben Slot. In dem genau demselben Deck. Ja. Okay. In jedem Standard kannst du irgendwie eine Form von roten Aggro spielen. Ob es jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich Aber glaube, du die kannst es bauen. Sternzeiten von rotem Agro, monorotem Agro waren, Hey! sind das schon ein bisschen her in Hallo? Standard. Ich hab dieses Standard-Dings, Defiler, den roten Defiler monorot Ah, Aggro okay. gespielt. Ja, Mit ich habe den. viel von Standard nicht mehr mitbekommen, aber es gab eine Zeit lang ein wirklich, wirklich gutes Ja. Top-Tier-Monorotes Deck mit Torbind und dem roten Halbgott. Diese beiden Karten spiele ich noch in Explorer. Ja. Monorot Aggro. Hallo, ich werde es forcen, wo ich kann. Es ist so smooth, aber egal. Alter, wieso können wir nicht über Felden reden, sondern schweifen immer ab? Aber ja. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir. Es ist Robber of the Witch mit drei Downsides. Er ist Legendary, er kann nicht blocken und er kann keine Flyer blocken, anders als Robber. Diese drei Downsides sind aber alle sehr gering, denke ich. Das heißt, wir haben eine sehr vergleichbare Kreatur mit dem Unterschied, was ist die Card Advantage Engine. Beim Robber haben wir sehr oft aktiver der Attack Trigger. Der Gegner musste ja mehr Handkarten haben als du. Das war durch das rote, die Spielweise des roten Aggro-Decks nahezu. Also nahezu immer ist falsch, aber sehr oft aktiv. Besonders wenn du auch Ja. dann das Mana hattest, um es zu bezahlen. Und hat dir gut angezogen. Konnte aber keine Länder
konnte keine spielen Länder ziehen, konnte und hat nicht deine meistens, Sachen spielen, das heißt, du ja, hast genau. Sachen des Gegners bekommen, genau, sorry, ich wollte nicht deinen Punkt stehlen. Ja, genau. Du hast meistens Sachen bekommen, mit denen du nichts anfangen konntest. Du bist eine Kreatur im Makrodeck. Ja, I guess. Genau. Der hat den Vorteil, dass er deine Sachen macht, halt nur One-Off und nur wenn er stirbt. Das heißt, während du im Beatdown bist und der Hand ausgeht, tut er noch nichts für dich. Erst wenn er stirbt. Und dann ist es vielleicht zu spät. Aber dann bist du auch noch im Beatdown. Also Ja, aktuell das läuft stimmt. noch alles gut. Naja, aber wenn mein Punkt ist, der Gegner kann den als letztes töten. All deine Ja. Kreaturen werden vermutlich für zwei oder mehr angreifen. Das heißt, der Gegner kann den als letztes töten. Und dann sich Ja. schon stabilisiert haben und dann wird die eine Karte vermutlich nichts mehr tun. Du kannst die Wahrscheinlichkeit, dass du dann Burnspell findest, ist nicht schlecht, vielleicht finde ich kann. Also, wie gesagt, das ist eine gute Karte. Ich glaube, es ist ein sehr guter monoroter Aggro-Tutorb. Ich glaube, er ist ein bisschen schlechter als Warp of the Witch, was aber ein hohes Lob ist. Ich glaube, Ja, das fasst meine Gedanken dazu ganz gut zusammen. ich denke auch. Es ist dadurch, dass man kann, da ist das Legendary vielleicht dann doch eine Downside, eine ziemlich größere als man denkt, weil man nicht mit mehreren Pressure aufbauen kann. Du Also kannst es ist. maximal einen Feldern haben, den der Gegner quasi am Leben lassen kann, eher Wie so unbegrenzt oft lange. ist das Legendary keine große Gameplay-Downside, sondern mehr eine Deckbuilding-Restriction. Ich würde in mein rotes Aggro-Deck, anders als Revolver, den ich als Playset spiele, den ich als Playset spielen soll, eher als 3 oder 2 auf. Und Klar auch wird es immer dann wichtig zu manchmal wissen. vorkommen. Achso, ja, sorry. Klar wird es manchmal vorkommen, dass das Legendary relevant ist, aber nicht so oft. Auch wichtig zu wissen, wenn er mit Removal Spells abgeschossen wird, also keinen Tut Burn er nicht, Spells, ja. dann passiert nichts. Also kann auch sein, dass man gar nichts davon hat. Aber für ein rotes Aggro-Deck ist ein 2-2 mit Haste für 2 surfable, nicht surfable, Serviceable. serviceable. Ja. Also man kann bestimmt auch gut auf dem Surfen, er hat eine schlanke Figur. Ich weiß nicht, Körperspannung sieht nur so mittelmäßig aus. Hey, Ageism. Okay. Okay, gut. Bevor wir auch noch unsere über 40 Hörer, unseren einen über 40 Hörer und dann einen über 40 Patreon-Supporter vergraulen. Ich wollte gerade sagen, so alt ist Herr Holk doch gar Ich nicht. weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der über 40 ist. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der das anhört, also. Ach so, du redest von Herr Holk. Ich bin verwirrt. Okay, gehen wir zur nächsten Karte. Ja, und zwar haben wir hier Bushwhack. Für ein grünes ein Uncommon Sorcery mit Choose One. Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Und Target Creature you control fights Target Creature you don't control. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen über diese Karte diskutiert. Können Ja, das ich habe vielleicht nicht nochmal. gerade unsere Discord-Conversation aufgemacht, um meine all die meinen klugen Punkte, dass ich nichts vergesse, kontrollieren zu können. Na Bisschen gut, hof. um das nochmal in den Kontext zu setzen, für nicht die Leute, die auf unserem Discord sind. Nicht auf unserem Discord, nicht im Heavy Magic Discord, sondern auf unseren beiden privaten Messagen. Ich hoffe, da ist nicht noch jemand außer Das Google hoffe ich allerdings vermutlich. auch. Ja, und die CIA. Ich war am Anfang nicht besonders begeistert von der Karte, aber Diego hat mich dann zumindest in eine Richtung gelenkt, wo ich dem Ganzen doch mehr zutraue. Ich halte es für durchaus möglich, dass von dem Set das eine der Karten ist, an die man sich noch in ein paar Jahren erinnern wird. Keine Ahnung. Titania oder so wird vermutlich irrelevant sein. Okay, ich sollte meinen Titania-Angst abbauen. Aber keine Ahnung, auf Felden. Felden ist vielleicht ein besseres Beispiel. Das ist eine Standardkarte durch und durch. Die ist für kein anderes Format wirklich relevant eigentlich. Und selbst wenn sie da relativ viel Play sieht, ist sie danach nicht In ein paar mehr. Jahren hat man sie vergessen. Bushwhack halte ich für durchaus möglich, dass sie eine der Karten ist, die von dem Set in Jahren, die da kommen werden, heraussteht. Warum ist das so? Wegen zwei primären Gründen: Flexibilität und geringe Mana-Kosten. Wir haben hier eine Karte, die ein grünes Mana kostet. Wir haben sie vor, du hast sie vorgelesen, ja, ne? Wir haben für ein grünes Mana zwei Effekte, die beide ein grünes Mana normalerweise kosten als Einzelkarte. Wir haben Lay of the Land und, wie heißt der, Faceless Prey Upon. Prey Upon, der ist allerdings Instant Speed. Ist er? Ja, okay, Soweit ich sure. weiß. Schau das nochmal nach, du. Ich werde jetzt nicht reden. Also, wir haben zwei Effekte, die, glaube ich, Sorcery-Spiels sind, einer vielleicht Instant, die auch ein grünes Mana kosten. Fair enough, beide sind nicht gut genug für Constructed.
Sie sind aber auch jeweils nicht sonderlich weit weg davon, gut genug für Konstrukte zu sein. Es gibt ja von diesen Effekten dann immer noch Varianten mit Abseits, das ist natürlich auch einer davon. Und die haben in der Vergangenheit durchaus Standardplay gesehen. Wir haben Commune with Ether aus Kaladesh gehabt, das Lay of the Land plus 2 Energy Counter war, das in Standard gebannt wurde. Das hatte viel damit zu tun, dass Energy in Standard busted war und das halt eine der Karten war, die auf den Chopping-Block geputtet wurde. Es beweist aber, dass Lay of the Land als Effekt nicht viel braucht, um playable zu sein. Du Ja. spielst sie meistens nicht, weil es schlecht ist, sondern weil du bessere spielen kannst. Und eine geringe Abseits kann diesen Fakt ändern. Und auch Breapon hat Variationen aus nicht allzu vergangenen Zeiten jetzt Dings, Blizzard Brawl. Ja, stimmt. Ein Breapon mit Upset. Ziemlich großen Upsets, um fair zu sein in dem Snow Deck, das dann die Kreatur indestructible macht. Aber am Ende des Tages immer noch Breapon und oft ist indestructible nicht so wichtig bei dem Effekt, wenn deine Kreatur einfach größer ist. Das heißt, wir Ja. haben hier zwei Effekte, die borderline playable sind. Und wir haben sie hier als den Mode und es kostet nicht zwei oder drei Mana dafür, dass man die Flexibilität kostet, sondern immer noch genauso viel, wie man für den jeweils den einzelnen Effekt erwarten würde, was absurd ist. Wir wissen von Sachen wie Commands oder Charms oder so, wie gut deine Flexibilität bei den Karten ist. Und bei Commands und Charms ist das Problem bei neueren Spielern oft, dass sie sich schlecht einschätzen, weil die Effekte an sich für die Sich Mana-Kosten schwächer underwhelming lesen. Ja. wirken. Hier sind sie vollkommen on par mit den Mana-Kosten. Ja, stimmt. Ja, das heißt, bitte du vielleicht ja erstmal das Nur Stuff ganz holen kurz, kannst. ich hab nur kurz nachgeschaut. Preyupon ist tatsächlich eine Sorcery, aber Tailswipe aus dem letzten Set ist Das war gerade den Breapon besten mit Effekt, den Upset es hatte. gibt. Genau. Plus eins, wenn du Sorcery castest, oder? Ne? Oder plus eins, plus Genau. zwei, Und sowas. Instant Speed Preyupon. Oder sonst nimmst du es gut. Genau. Breapon Genau. mit slightly Upside. Und da ist die Upside zu Bushwick wirklich nicht vergleichbar. Bushwick Ja, Sunset ist so viel stimmt. besser. Genau. Aber jetzt haben wir viel über die Flexibilität und Mana-Kost gemacht. Wie würde das denn dann aussehen? Ich glaube, also wie wollen wir die Karte betrachten? Ich glaube, es ist falsch, sie als dein Removal-Spell anzuschauen. Alles, was ich Ja. bisher sage, gilt primär für 60 Karten vom Gemate, kann aber auch auf Commander und auf Limited eigentlich genauso angewendet werden. Aber ich rede von einem 60-Karten-Standpunkt, ne, als kleiner Punkt. Aber ich glaube, dasselbe gilt für beide anderen Versionen von Magic. Ich glaube, du solltest sie nicht als, das ist mein Removal-Spell, den Deck ansehen, den ich dafür spiele. Ich glaube, du siehst sie als dein Land an. Es ist ein getapptes Land, das quasi ist das Evolving Wilds, für das du vorher grün haben musstest. Also es ist quasi umgedrehtes Evolving Wilds. Weißt du, was ich meine? Ja. Evolving Wilds kostet dich ein Mana, weil das Land getappt ins Spiel kommt. Das kostet dich ein Mana, weil das Land nicht Aber getappt ins das Spiel Land kommt, kommt aber du im vorher getappt ins ein Spiel. Mana Ja, spielst. genau. Und ebenso wie Evolving Wilds lässt es dich das Basic-Land aussuchen. Evolving Ja, Wilds stimmt, auch. das ist auch was, was man überlesen kann Genau. dabei. Und deswegen würde ich es primär als dieses getappte Land ansehen und dann ist der Vergleich, der einen in den Kopf springt, die MDFCs aus Zendikar, die eben das waren. Primär getappt ins Spiel kommende Länder, für die du im Mid-to-Late-Game noch einen anderen Effekt nehmen konntest. Ja. Die Uncommons und besonders Rares und Mystics sehen bis heute sehr viel Play in allen Formaten eigentlich. Besonders den Commander haben wir die überall eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Klar, da ist die Opportunity so gering, Genau, ein Land das nur zu ist der große spielen. Punkt. Die Opportunity Cost ist das Wort, was diese Karte gut macht. Die Opportunity Cost ist ziemlich gering. Du willst Lay of the Land oder Evolving Wilds gerade so nicht in deinem Deck spielen. Wenn du aber im Midgame oder Late Game einen soliden Removal-Spell statt einem Land ziehen kannst, für ein Mana, wie ich nochmal erwähnen möchte, Ja. pusht das so over the top, dass das eine Ja. Karte ist, für die ich mir vorstellen kann, dass sie quasi überall die Chance hat, Play zu sehen. In kleineren Formaten Vielleicht auf nochmal jeden zum Fall. Vergleich. Ja, bitte. Der, es gab ja in Zendikar tatsächlich auch eine MDFC, die auf der Rückseite einen Fight-Spell hatte und der hat Und die drei war Mana 3 Mana, genau. gekostet. War Instant Speed, aber 3 Mana und 1 Mana für ein Removal Spell, das nicht mal wirklich vergleichbar ist, sind einfach andere Welten, ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, für Standard und kleinere Formate bis zu Pioneer ist das, glaube ich, ein No-Brainer, dass sie da Play sehen wird. In Limited auf jeden Fall. Also wirst du sie niemals cutten, wenn du genug grüne Mana-Symbole hast. Das ist der große Downside. Ja. Oder große Downside in Anführungszeichen, weil es eine Deckbuilding-Restriction ist. Du kannst es nur als Land werten in deinem Deckbuilding, wenn du zuverlässig grün hast.
kannst du es nicht als Splash oder so benutzen. Das ist aber keine große Downside im Spiel, sondern eine Deckbuilding-Restriction und besonders für ältere Constructed-Formate nahezu keine Restriction. Genau, das heißt, da auf jeden Fall, in Limited auch ist es eine bastelte Karte. Besonders da ist natürlich der Removal Spin dann besonders gut, weil da du einfach mehr Kreaturen hast als in vielen Constructed-Formaten und der Removal weniger überall ist. Und auch in Commander, glaube ich, wird sie viel Play sehen. Eben von dem Standpunkt aus, dass die MDSCs viel Play dort sehen. Okay. Naja, das stimmt. Wenn man sie quasi tatsächlich als Land spielt, so muss man die Karte natürlich erstmal sehen. Genau. Das heißt, wie gesagt, ich würde die Karte anschauen als Tapland, das mit zu Late Game alternativ ein Removal sein kann. Mit den ganzen Upsides von der Flexibilität, den geringen Mana-Kosten, dem Color Fixing und all dem, macht es das zu einer Karte, die, wo bei der ich mir sicher bin, dass sie sehr viel Play sehen wird in Standard und Co. Standard, Explorer, Historic, Pioneer würde ich, die gruppiere ich in meinem Kopf zumindest immer so in einem Bucket. Obwohl es vielleicht nicht ganz fair ist, Pioneer da auch Standard, reinzupacken. ja, Aber das ist und Standard ist auch diskutabel. noch mal ein bisschen anders. Und das würde, da bin ich mir sicher, dass sie Play sehen wird. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn sie in älteren Formaten von Modern bis hin zu Legacy auch gesleeved werden wird. Und das ist ein großes Lob für eine random, kind of random, Ankommen in einem neuesten Standard-Set. Das erinnert ein bisschen an Karten wie Fatal Push. Stimmt. Ich glaube, es ist nicht das neue Fatal Push. Das möchte ich nicht sagen. Fatal Push war quasi eine Ein Revolution für Removal-Spell und schwarzen ein Removal. Fight-Spell sind auch immer noch Natürlich, ein. Unterschied. Also ein Fight-Spell required andere Sachen von dir. Also vom, was die Karte das Potenzial hat, ist das, glaube ich, fair. Also, nicht ganz. Fatal Push hat alle Kreaturen eine andere Bewertung aufgezwungen. Fatal Push war ein großer Punkt dafür, dass Tarmogoyf nicht mehr das Power ist, das Haus ist, das es einmal war. Dass Schwarz jetzt die Möglichkeit hatte, für ein Mana ihn sicher removen zu können. So große Einflüsse wird Bushwick vermutlich nicht haben, aber es hat auf jeden Fall das Potenzial, ähnlich oft aufzutauchen. Okay, also, ja, ich hoffe, ich falle mit meinen Worten nicht komplett aufs Maul. Wenn es irgendeine Wir werden Karte ist, sehen. die man komplett vergisst, stehe ich wie ein Idiot da, aber ich war auch der, der gesagt hat, dass Ragavan meine Lieblingskarte aus Modern Horizons 2 war. Ragavan ist nicht Goblin Guide. Es ist faktisch korrekt, es spielt auf andere Stärken. Ich habe halt das Power-Level in jedem anderen Deck außer Burn unterschätzt. Vielleicht werden wir in 10 Jahren über die schlechteste Karte reden, an die sich jeder noch erinnert aus diesem Deck. Dann ist Okay. das auch faktisch korrekt, was du gesagt Ah, hast. fair enough, fair enough. Und Bushwick möchte ich noch erwähnen, ist ein ziemlich cooler Name für den Ja, Effekt. das stimmt. Das ist ein Das Artwork wütender ist auch irgendwie Baum. lustig. Hat eine Keule und schlägt gegen irgendwas Brennendes, Gegen was wohl Brennendes, Schwerter ja. fliegende weg. Das ist seltsam. Okay. Aber primär der wütende Baum ist. Okay, kommen wir zur nächsten Karte. Ich muss einen Schluck trinken, sonst ersticke Okay, dann ich. lese ich die einfach immer vor. Und zwar ist es der Goblin Blast Runner für ein rotes. Eine 1-2 Creature Goblin at Rare. Nein, Spaß. At Common. Da bin ich aber mal reingelaufen. Und der Goblin Blast Runner gets +2/+0 and has menace as long as you sacrifice the permanent this turn. 1, 2, sagst du? 1-2 sagte ich, ja. Okay, also, wir haben einen ziemlich unscheinbaren Random Come Goblin hier. Es ist ein bisschen weird, einen Einmaler 1, 2 in Rot zu sehen, Goblin besonders, ne? Ja, das passiert nicht so häufig, das stimmt. Aber der Witz ist ja, dass es zu einem 3-2er werden soll, was besseres, also, was heißt, also, ja, natürlich bessere, aber typischere Statlines für einen roten Goblin sind. Und Meine ist wenn nicht du zu es. vergessen. Also, vielleicht sollte man erstmal sagen, diese Karte ist vermutlich eine Karte, die in einem allgemeineren großen Set Review nicht sonderlich vorkommen will. Die habe ich hier reingetan, weil ich ein großer Fan davon bin und glaube, dass sie ein gewisses Potenzial hat, dafür, dass es eine Random Come hier ist. Und weil du Goblins magst. Und weil ich Goblins mag und Goblins sehr viel spiele und Goblins dazu tendieren, sich zu opfern, weil Goblins in Magic da ist diese suizidalen
Maniacs dargestellt werden. Deswegen funktioniert der Effekt ziemlich gut. Aber Ja. Goblins sind auch meistens relativ schnell. Das heißt, ein 3-2 Menace und ein 3, ist da willkommen. Und ein 3-2 Menace ist natürlich für einen Mana, wenn du es ab dem zweiten Turn relativ gut zumindest threatenen kannst, ziemlich solide. Und Ja, ist auch genau, noch der hat hier relativ. auch wieder der Third of Activation Na? wichtig. Und durch das Menace ist er auch noch ziemlich ins Late Game relevant. Dein One-Drop hier. Man muss ein bisschen aufpassen, richtig lesen, es passiert nur einmal. Ja, es ist Also, kein du kannst Trigger, nicht es 10 ist. Sachen in deinen Skirk Prospector opfern und dann Er checkt plus quasi, 20, ob plus du was 0, geopfert hast. genau, und Superman es bekommen. Superman ist. Aber ja, ich glaube, er hat Potenzial in Goblin Stacks, vermutlich weniger die Value-orientierten Combo Midrange Control Decks, das ja auch durchaus eine Unterart von Goblins ist, sondern mehr wirklich die Aggro Goal Index, die aber dann immer noch Sachen mit Fanatic Firebrand oder so zum Opfern haben. Und diese Decks spielen teilweise durchaus fragwürdige One-Drops. Ich glaube, der kann da eine gewisse Upside oder ein gewisses Upgrade bieten. Eine Abhilfe irgendwie schaffen, dass man nicht in Weil der. diese Decks wollen dann einfach einen Haufen One-Drops Goblins spielen, die dann hochlordest mit dem neuen Dominaria Lord und so. Ja. Das heißt, du brauchst nicht mehr als nicht sonderlich viel mehr als ein Einmaler als Einser Goblin zu sein. Momentan spiele ich beispielsweise in einem Deck den Tin Street Dodger. Da ist ein Raging Goblin, der für ein Mana Das. Pseudo unblockbar wird. Ja. Ich glaube, das ist in dem Deck ein ziemlich klares Upgrade. Das wäre ist der eine Winkel, von dem man auf die Karte schauen kann. Die andere ist denn so Cat of the Decks oder Cat of the Style Decks. Also so Sacrifice Decks, die aber auch aggressiv sind. Das heißt, wenn du da dann immer für Value und für Life Drain oder was auch immer Sachen sacrificed und den relativ solide anturnen, du willst diesen Goblin nicht anturnen, Willst du ihn alles andere als anturnen? unturnen möchtest oder kannst, ist es doch, glaube ich, da, zumindest eine Überlegung wert. Ja, und es ist auch gerade in Standard eigentlich so, dass du einen Haufen Sachen hast, die du sowieso opferst. Wir hatten es vorhin von Genau. den Ländern. Treasure liegen jetzt Treasure. quasi auf jeder Karte random drauf mit rum. Ja. Und Genau, auch besonders, eine ja, Roaring also. Wild oder besser Ja. gesagt, Dings, the Fabled Passage triggert ihn. Das heißt, ich mag das Design, schalte. Es ist eine Karte, die man spielen kann, ohne sich schämen zu müssen. Und hat ein ziemlich cooles Design mit der Flexibilität, in welche Decks es gehen kann. Und Ja, das ist das und klassische ganz Dummer ohne. Goblin explodiert Ja, Konzept. sehr guter Upside, die ist der Flavortext mal wieder. Okay, gehen wir zur nächsten, oder? Jawohl. Das ist Harbin, Vanguard Aviator. Für ein weißes und ein blaues Legendary Creature Human Soldier, relevant. Für 3-2 Rare. Flying. Das ist eigentlich alles, was die Karte tut. Und whenever you attack with 5 or more soldiers, creatures you control get plus one and gain flying until end of turn. Das war nur ein halber Scherz. Die Karte habe ich Ja, primär hier 3-2er reingetan. Flying für 2 Mana ist. Genau, weil die Statline mit Flying in CMC ziemlich busted ist. Ja. Deswegen war das nur so ein halber Scherz. Klar, die Upside mit, wenn du mit 5 Soldiers angreifst, ist ziemlich relevant. Dann Dann gewinnst gewinnst du du aber auch, quasi oder? mit dem, Ja. also besonders mit dem Flying und dem Lord-Effekt dann. Ja. Aber ja, Aber besonders, weil du davor einen 3-2er genau. Evasion-Prügler hattest seit Turn 2, Ja, genau. oder früh im Spiel. Und ich glaube, wenn es ein Standard-Soldier-Deck gibt, ist das ein Grund dafür, ein starker Grund dafür, einfach die Ja, vor allem pure Stärke dieser Karte. ist ein starker Grund auch in Blau zu gehen, noch zusätzlich Ja, fair. zu dem Weiß, in dem Soldier sich ja normalerweise bewegt. Und das Land auch, I guess, oder ist eigentlich kein Genau, Grund, das aber Land ist kein Grund, ein das Land ist ein Enabler. Enabler. Aber ja, Ja. viel mehr würde ich dazu nicht sagen, besonders weil wir uns ein bisschen ranhalten müssen, wie ich bemerken möchte, Jay. Also. Ja, ich schränke meine ewigen Lava Sessions schon ein. Okay, fair enough. Aber dann machen wir mal direkt weiter mit der nächsten Karte, würde ich sagen. Und das ist der Third Path Iconoclast für Blau-Rot. 2-1 Creature Human Monk. Ankommen mit Whenever you cast a non-creature spell, create a 1-1 colorless soldier artifact creature token. Okay,
John Palmer, nächste Karte. Vielleicht nicht ganz so kurz. Es ist der offensichtliche Vergleich, aber der Young Palmer. Und Young Palmer war zumindest früher eine sehr gute Karte. Der Ja. hat den Nachteil, dass er blaues Mana kostet, statt farbloses als Wobei zweite man, Mana. ja, Aber oft, was wenn nicht der im wirklich Deck eine spielt. Deckbuilding-Restriction ist, genau, Aber eine sondern Gameplay-Restriction auch. eine Genau. Gameplay-Restriction, ja. Auch ein Yuum, Monk oder Shaman ist relativ irrelevant. Selbe Stats mit 2-1. Young Pyromancer sagt, sind es nur Sorcery nur, oder? Ja, ich Genau. glaube schon. Das Ja, heißt, hier hat er tatsächlich, die ja. ziemlich große Upside, weil solche Decks dann auch durchaus mal gerne einen Planeswalker oder so spielen. Das Enchantment. Non-Creature-Spellcast, das sagt, und du hast die Upside, dass es die Artifact-Soldiers sind, was der relevantere Creature-Type, obwohl meistens nicht für diese Art Deck, aber besonders auch der relevantere Card-Type mit Artifacts ist. Und Artifacts triggern ihn auch. Das heißt, du kannst ihn nicht nur in dem Instant Sorcery Spell Deck spielen, sondern auch in irgendwelchen Artifact-Acro-Decks oder Ja. Value-Decks. Das heißt, du kannst damit Sacrifice Fodder kriegen, Token zum Pumpen. Und dadurch, dass es von Artifacts getriggert wird und Artifacts rauspumpt, wie also gäbe es keinen Morgen, ist das ein ziemlich signifikantes Upgrade zu Young Pyromancer, wenn dir die Upsides was bringen und du das blaue Mana hast und das rote. Was aber, wie Deswegen gesagt, ja, nicht sowieso eigentlich die relativ gleiche trivial in dieser Decktyp Art von ist. Decks ist, genau. Auch Ja. dass dein Artifact-Deck wird vermutlich blau-rot sein, mindestens. Deswegen Genau, ja. fand ich die Karte ziemlich erwähnenswert. Kommen wir zur Ja, die nächsten. wird auf jeden Fall einen Impact haben auf, also ganze Decks können um diese Karte gebaut werden, würde ich mal behaupten. Diese Karte enabled Decks. Auf jeden Fall. Kommen Ja, wir zur dann weiter zur nächsten. nächsten. Ja. Wir sind hier in Brothers War, das heißt, das Shield ist für sinnvoll, auch ein paar große, böse Artefakte in die Set-Review zu packen. Wir haben hier den Rootwire Amalgam für 5 Mana. Artifact Creature Golem at Mystic Rare 5-5. Für 3 grün-grün und Sacrifice this Creature. Create an XX Colorless Golem Artifact Creature Token. Where X is 3 times Rootwire Amalgam's Power. It gains haste until end of turn. Activate only as a sorcery. Und die Karte hat Prototype, eine Ability, die Artifacts teilweise in diesem Set haben, die ich früher ein sehr sweetes Design halte, wie ich schon meinen möchte. Prototype heißt, you may cast a spell with different mana cost, color and size. It keeps its abilities and types. Und hier ist der Prototype für ein grünes an 2-3. Das heißt, entweder kannst du ihn für ein 5-Mana-5-5er Colorless spielen oder für ein 2-Mana-2-3er grünen. Jedes Mal Ja, hat er die Activated Ability für genau, 5. der entweder in einen 15-15 geopfert wird oder in einen 6-6. Aber beides mal für 5 Mana. Die Karte halte ich für Was? ziemlich interessant. Am Ende des Tages ist es immer ein großer Bieter, der, den du in einen noch größeren Bieter opfern kannst, der aber nichts hat. Jeweils. Für die immer relativ gut gepriced, Genau, würde ich sagen. jeweils Ja. solide gepriced, besonders der 2-Mana-2-3er ist Ja. beeindruckend, den du für 5 Mana zum 6-6er upgraden kannst. Ich glaube, das ist der Main Use der Karte. Das ist dein Plan, wenn du ihn in den Deck tust. Der Fail Case. Und manchmal Aber spielst du dann ihn ist auch es als auch 5-5er. nur ein Vanilla 5-5er. Ne? 6-6er. 6-6er, sorry. Ja, klar, es ist 5-5er, immer ein ja. Vanilla 5-5er mit Eile. Eile ist hier relativ relevant, besonders für ein 15-15. Naja, wie gesagt, ich halte es für möglich, dass die Karte einen Platz in Standard findet. Wo genau, weiß ich nicht, aber sie hat auf jeden Fall das Ja. Power-Level, denke ich, durch die große Flexibilität und den großen Threat, dass du jemanden relativ spontan. Du kannst sie auch für 10 Mana einen 15-15er Haste kriegen, ne? Oh ja, stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut, Oder ja. vice versa Aber es für ist ein 7 ziemlich und gutes 6-6er. Top-Deck. Ja. Aber Spät im Spiel. durch die große Flexibilität und dass er einen Mana-Sink im Sink im einen sicken Mana-Sink im Mid-to-Late-Game hat mit der Activated Ability und dann größer wird und sich so upgraden kann, ist er auf jeden Fall flexibel genug und hat das nötige Power-Level, um eine Chance in Stand zu haben. Ob er es wirklich Ja, schafft, weiß ich nicht. er ist ein Für andere Artefakt dazu, Sachen halte ich ihn nicht so nicht relevant. was Aber viele ich fand ihn. Sachen noch mit ausmacht, dass er ein Artefakt ist. Genau. Oh, coole Karte. Auch ein bisschen eine Downside, dass er und auch der Token ein Artefakt ist, macht ihn anfälliger zu removen. Außer für Grove for the Sword, I guess. Aber ja. Außerhalb von Standard sehe ich ihn aber nicht wirklich, oder? Nee, ich denke auch nicht. Also, nicht mal im Commander. Wirklich Dann interessant. gehen wir zur nächsten
großen bösen Artefaktmonster. Und zwar zu Phyrexian Flesh Gorger für 7. Ziemlich guter Metabandname übrigens auch. Ich habe ihn nicht reingepackt, stimmt. Aber der Flesh Gorger. Ja, auf jeden Fall. Ein 7-5 Artifact Creature Phyrexian Wurm. Für 7 Mana. Ich glaube, das ist unter mir eingegangen. Mana. Sorry. Nee, achso, ja, okay. Ja. Mhm. Genau, 7 Mana. Jetzt ist der Artifact Creature Phyrexian Wurm unter dir eingegangen. Mythic Rare auch. Mit Menace und Lifelink und Ward Pay Life equal to Phyrexian Flesh Gorgeous Power. Und als Prototype für 1 schwarz-schwarz kriegt man einen 3-3er. Die Karte sehe ich von anderen Leuten nur sehr viel Gutes, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Also ich, was ich Standard viel in dem Kontext gehört habe, ja, bitte? Ist ein als Reanimation-Target. Was ich aber, ich glaube, es gibt bessere. Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob du in Standard mit Cruelty of Gates. Ja, klar. Aber ich glaube, da gibt es auch bessere. Also den Titan of Industry. Titan of Industry ist ja der Moment des Reanimation-Target in Standard. Und das ist nicht wirklich vergleichbar. Ich weiß nicht, wie der neue Unearther heißt. Gut, der wird dann erst nicht so. Ja, egal. City Leveler gibt's. Genau, City Leveler. Oder, nee. Was auch, sowas. Aber in der oder Devastator gibt. Oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas mit City Leveler, aber ich glaube, irgendwas. Egal. Komm, zu der Karte. Es ist entweder ein 3-Mana, 3-3er, ein Menace Lifelink mit Ward Pay 3 Life. Oder ein 7-Mana, 7-5er, Mender Lifelink, Ward, Pay 7 Life. Und ich habe die Karte groß zu hoch gehypt gesehen, wegen eben dieser Flexibilität, aber irgendwie scheint mir besonders der Prototype ziemlich underwhelming zu sein, selbst in Standard. Ja. Das heißt, ein 3-Mana für ein 3-3er Beater ohne irgendeine Form von Card-Adventure spielt in, und das ist ja heutzutage quasi gefordert bei einer Karte. Ja, die Absicht, dass du spät für 7 Mana einen großen Monster kriegst, dann ist Ward relevanter, viel relevanter als vorher bei 3 Mana, aber dann ist das 7 Mana in deinem Aggro-Deck, was den vermutlich spielen möchte, sehe ich nicht wirklich. Nee. Das, genau, das ist das Ding, dass sie, ja, liest sich super sweet, die Kreatur zu haben, die super schwer zu tot zu blocken ist durch Menace. Naja, nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. Also selbst gut wenn angreift. Du für 7 Mana spielst, block der Gegner mit einem 2-2 und einem 3-3. Du kriegst 7 Leben. Ja. Das waren deine 7 Mana? Seriously? Ja. Er tut nichts. Er hat kein ETB, kein Card Advantage. Normalerweise müssen Kreaturen, die einem nicht sofort was tun im modernen Magic Design, dann super rewarden, wenn sie überleben. Aber auch das tut er nicht wirklich. Er tut wenig. Also und der Gegner kann durchaus auch einen Hit davon nehmen. So. Ja. Dann wird es zwar schwieriger, ihn zu targeten, aber... Oder in einmal targeten. Ja, oder in einmal targeten. Als 3-3er auf jeden Fall und auch als 7-5er ist er nicht untargetbar. Ja. Keine zusätzlichen Mana-Kosten sind required, nur 7 Leben. Also, bin kein großer Fan. Die einzige Chance, die ich sehe, ist ein sehr spezifisches Deck in Standard, wenn es ein Aggro-Deck oder ein aggressives Midrange-Deck gibt, das accidentally Möglichkeiten hat, ihn zu flickern. Flicker, das ist bei Prototype erwähnenswert, funktioniert sehr so, wie du es möchtest mit Prototype. Du kannst die Kreatur prototypen, dann flickern und dann eine größere Version haben. Okay, ja, Deck, ja, das, du kannst das Turn 4... beides aus Versehen, quote unquote, im Deck hat, glaube ich, kann ich spielen. Naja, kein großer Fan der Karte, bis auf den Namen und das Konzept. Ja, der Name ist dafür umso sweeter. Okay. Kommen wir zur letzten Karte, der einzige Karte, die wir besprechen wollten. Und sie durfte natürlich nicht fehlen. Das ist Ursa's Silex für 3 Mana, Legendary Artifact für 2 Weiß-Weiß und Tappen und Exilen, diese Karte. Each player chooses 6 lands they control, destroy all other permanents, activate only as a sorcery. Und when Ursa's Silex is put into exile from the battlefield, you may pay 2. If you do, search your library for a Planeswalker card, reveal it, put it into your hand and shuffle. Also es ist ein Boardwipe, der Länder trifft, den die Gegner aber kommen sehen. Er trifft alles. So. Der auch Länder trifft. So. Genau, auch Länder bis auf 6, die jeder sich behalten darf. Feiglinge. Das Problem ist, dass du 7 Mana insgesamt bezahlst, um den Basic Boardwipe hier zu kriegen. Aufgefüllt ist auf 2, aber der Gegner kann drumherum spielen, nachdem du die Silex ursprünglich spielst. Du kannst auch für 7 spielen, sie kommen nicht getappt oder so ins Spiel, wie die Disc. Und dann sind das 7 Mana, die du für den Boardwipe, der dich retten soll, bezahlst, was auch nicht optimal ist.
Ich habe die Karte primär hier aufgenommen, weil es so ein sweetes Design ist, wie ich finde. Besonders in Commander kann ich mir vorstellen, dass sie nicht unbedingt Bastard ist, aber zumindest Ja. sweet. Ja, Ich und weiß nicht, ob du sie im du. Competitive spielst, also anders gesagt, ich glaube nicht, dass du sie im Competitive spielst, aber es ist eine coole Karte, sage ich so. Und ich Und mag das du hast Design. natürlich auch die, dadurch, dass der Gegner das kommen sieht, wird er sich genau überlegen, was er ausspielt und nicht. Also du kannst deine Gegner damit stallen, so ein bisschen. Disc ist sehr playable in Commander. Zumindest war es Genau. das früher mal. Ja. Und dass du quasi deinen Finisher tutoren kannst, nachdem du das Board beim Board Wipen ist ziemlich sweet. Stimmt. Kostet dann nochmal 2 mehr, aber ja. Genau, dann. Random Upside, I guess, wenn das Ding dir irgendwie anders exiled wird. Sie hat eine Chance, glaube ich, je nachdem, wie schnell oder langsam Standard ist und ob es ein viables Control Deck gibt. Dann könnte ich Ja. jetzt sehen, dass dieses Deck es spielen möchte, wenn das Standardformat nicht zu schnell ist, dass der Board Wipe nicht so einfach zu spät kommt. Ja, stimmt. Dann kannst du es für 3 spielen. Der Gegner kann nicht mehr overcommitten, sondern muss langsam machen. Das heißt, du wirst das vermutlich nicht aktivieren, sondern erstmal mit Spot Removal abpicken und irgendwann opferst du das, tut das ein Planeswalker. Gegner hat nichts mehr. Du hast vermutlich sehr viel weniger verloren, weil du das Control Deck bist mit Instant Sorceries Premier und hast deinen Finisher in der Hand. Ja, Das ist eine genau. Chance, die ich sehe. Und den Commander ist, glaube ich, ganz okay. Ja, da ist es. Gehen die Leute davon aus, dass sowieso irgendwann früher oder später ein Board White kommt. Ja, Und den genau. Commander ist es realistischer, das für 7 Mana zu casten. Also zu Stimmt. casten und direkt zu aktivieren, meine ich damit. Ja. Okay, das Okay. beschließt unsere Einzelkartendiskussion. Das heißt, wir kommen jetzt zu den Metal-Karten. Ganz kurz, normalerweise haben wir eine Limited Discussion drin, die hatte ich ja schon angedeutet. Wie gesagt, du hast dich gar nicht damit beschäftigt, ich weniger als ich es normalerweise tue und wir nehmen es so früh auf, dass Arena noch nicht das Set hat. Das heißt, wir konnten auch nichts playtesten vorher. Das heißt, das würde ich größtenteils jetzt überspringen, die Limited Discussion. Vielleicht würde ich hier einen kurzen Punkt einschieben und kurz über Powerstones reden, die ja einen sehr stark Support-Team in Limited sind. Wie gesagt, Erinnerung, wir haben beide nicht damit gespielt und du hast den Großteil der Karten nicht gesehen, aber sehr viele Sachen produzieren Powerstones. Powerstones ist das dedicated Team für Blau-Grün. Was hältst du davon? Möchtest du vielleicht nochmal für alle erklären, was Oh ja, Powerstones sind? guter Punkt, wir hatten ja keine Wir haben sie Karten. davor bis jetzt nur auf dem einen Kahn, glaube ich, gesehen. Und in der letzten Podcast-Episode kurz diskutiert, Bei aber. Ursa macht Powerstones. Oder? Ah, ja, Ursa. Oder? Ja, also, auf jeden Fall gibt es. Ja, egal. Die Powerstone. Ein Powerstone ist ein Artefakt, das hat. Du kannst es für farblos tappen, das Mana kannst du aber nicht für farbige Spells benutzen. Nee, für Non-Artifact-Spells ist es nicht. Aber für aktivierte Fähigkeiten Kannst und das für so. aktivierte Fähigkeiten und so machen und natürlich für Artifact-Spells. Ich persönlich bin kein großer Fan, weil die größeren Karten außerhalb von Limited dann ziemlich pointless sind, weil Powerstones, glaube ich, einfach nicht gut genug sind für Constructed. Außer in sehr spezifischen Decks. Deswegen bin ich kein großer Fan davon, weil es ein sehr parasitärer Mechanik ist, die nur in ihrem Environment Sinn ergibt und das so viele Karten in dem Set irrelevant für anderen Nutzen macht, für Casual Ja, Play und so. man erkennt, dass diese Powerstone-Tokens nicht super gut sein können. Die sind ähnlich wie die Decay-Tokens auf jeden Quatsch irgendwie mit Genau. draufgeworfen. Random Burn Spell, der auch ohne das Playable wäre, kriegt das Upgrade vom Powerstone Genau. dazu. Und also das ist ein Problem vom, was man mit den Karten dann außerhalb von Limited machen kann. Wenig, Spoiler. Ein Problem ist, das ich damit habe, ist, dass es nicht so exciting ist, Powerstone zu haben. Von meiner Sicht der Dinge. Ich denke es nicht. Anders als bei Decay fand ich das okay. Da kannst du dann eine Zombie-Army ermessen, das in Sachen reinopfern und bei Powerstones kannst du das auch machen, aber es ist irgendwie weniger exciting. Ja. Aber dafür sieht das Set an sich in Limited, so wie ich die Karten bisher gesehen habe, ziemlich sweet aus. Prototype ist eine ziemlich gute Mechanik, sehr gut würde ich sogar behaupten. Für Da Limited es dir auf jeden Fall. ermöglicht, deine großen, coolen War Machines, die das Set ja nahezu versprochen hat, im Format zu haben, aber gleichzeitig spielbare Karten im Format zu haben und werden natürlich durch Powerstone supported. Anwurf auf den Artefaktkarten, die wir heute nicht besprochen haben, ist ziemlich sweet, das ist Returning Mechanic und das Set sieht allgemein ziemlich interessant aus. Ja. Ja, Ich ich glaube, denke das auch. ist Wir alles, können was wir dazu bestimmt sagen. Den Rest werden gegen wir Ende der beim Woche nochmal eine. Ja.
Eine beim tiefere Spielen Review besprechen. geben. Ende der Ich Woche, würde genau. dann hoffentlich auch, vielleicht kann man als Spoiler noch mal ja, kurz anmerken, eine Album-Review. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger? Eine Alben-Empfehlungsliste Du machst sie, auf weil solche unserem Listen nehmen wir sie Patreon, nennen. auf unserem Patreon erscheinen. Okay. Hoffe ich mal, behaupte ich mal. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Part, quote unquote, zum Abschluss könnte man fast sagen, zum Metal Part auf jeden Fall in unserer Set-Discussion. Wie gesagt, wir Und haben hier zwar verschiedene im wahrsten Kategorien. Sinne des Wortes. Wir haben verschiedene Kategorien und ich habe jeweils größtenteils zwei, einmal eine Karte ausgesucht. Ich werde sie, glaube ich, würde vorschlagen, dass wir es so machen, dass ich sie vorstelle mit ein paar Sätzen und dann redest du und ich dann auch, vermutlich, um fair zu sein, über diese Karten, okay? Ja, wir werden aber Heißt. nur kurz als kleiner Disclaimer nicht die Karten einzeln mehr vorlesen. Nee, Dazu sind die sondern Effekte mehr nicht relevant genug. würde ich meine Gedanken dazu sagen, außer vielleicht die Karte ist an sich relevant. Magst du das die die Kategorien ankündigen? Sekunde, ja, ich muss mir nur das Skript dazu wieder aufmachen. Ernsthaft, unvorbereitet wie sonst was. Ja, genau. Und zwar kommen wir zu dem Most Metal Artwork. Als erstes. Okay, da habe ich zum einen die Falace, Falaji. Falaci. Falaci. Das Mamma klingt dir wie mia. etwas, was ich bestellen würde, oder? Was ich auf meinen Döner bekomme, Ein ohne, weil ich Falaci kein Fleisch bitte. drauf habe. Die Falaci Dragon Engine. Und das ist ein fucking Metalldrache mit. Oh, das war mein eines F-Wort, das ich mir erlaubt ist, oder? Ja. Ein cooler Metalldrache, skelettartig mit künstlichen Flügeln und all dem guten Zeug und Glocken aus irgendeinem Grund. Warum Ja, warum hat Glocken? er die? Das finde ich ein bisschen. Also, es passt zu dem Metal-Part, I Sagen wir es so, guess. er hat wunderschöne große Glocken. Der Elias-Drache. Und warum sind seine Flügel aus irgendwelchen Bettdecken gemacht? Wer hat das da Ey! reingewoben, diese Muster? Ressourcen in Kriegszeiten sind gering. Mishra muss nehmen, was er hat. Ich weiß nicht, ob es Mishra ist, aber wer auch immer. Vermutlich. Okay, Okay, ja, wollen wir wie erstmal gesagt, darüber dadurch, dass ich reden? die meisten, ja, dass ich die meisten Karten nicht kenne, weiß ich nicht, ob es noch passendere gibt oder sowas. Ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen für eine Thrash-Metal-Band, so diese dystopische Welt außenrum, alles liegt irgendwie in Trümmern und darüber erhebt sich diese mächtige Maschine. Oder natürlich auch für generische Power-Metal-Band hier einfügen, Hey, die bisschen lieber böser als ihren, ein generische bisschen, genau, die ein Power-Metal-Band. bisschen böser mal werden will. So, Bloodbound. Könnte ganz gut Bloodbound ist passen. böse. Die haben doch jetzt ihre Dämonen, Creatures of the Night. Okay, sure, I guess. Aber ja, ich mag aber auch einfach das Artwork allgemein. Die Sonne hinter diesem Hügel ist fancy. Ja, das für eine Stimmung Ja. vermittelt, die auf die Steine fällt. Okay. Ja, der Hintergrund ist auf jeden Fall sehr cool. Mich irritieren ein bisschen diese Flügel und die Glocken. Okay. Dann zur nächsten, zum zweiten, zur zweiten Karte von Most Metal Artwork. Dreams of Steel and Oil. Sehr experimentell. Fand ich aber Ja. sehr sweet. Mishra, der irgendwie Phyrexian Nightmares oder was auch immer bekommt. Und die Dunkelheit sich immer einen immer engeren Kreis um ihn schließt. Natürlich das Phyrexian-Symbol im Zentrum des Lichts. Ja. Durch das weiße Mhm, Mishras Kopf einschließt fast. Ihn langsam übernimmt, was sieht und hinter seinen Augen auch ist. Sieht dazu auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und könnte definitiv auch. Hier würde ich fast eher in so eine Richtung Prog Metal oder sowas gehen. Wir Was sind nicht Experimentelleres. bei der Random Card. Aber ich würde mir das jetzt zum Beispiel sehr schwer vorstellen als Power Metal Hey, Power Metal kann Albumcover, alles oder? haben, was es möchte. Aber nein, du hast recht. Natürlich. Ja, okay. Der Name ist auch ganz cool für eine Motorhead-Coverband, I guess. Okay. Wenn du wirklich verzweifelt sein willst. Naja, die aktuelle Motorhead-Coverband heißt Phil Campbell und The Bastard Sons. Die waren okay Nee, das live. ist doch das Motorhead, oder? Ja. Ja, das ist der eine Typ Der von eine Motorhead, der da Gitarrist drin von ist. denen oder sowas. Ja, die Ja. waren okay, aber der Name ist halt irgendwie kacke. Das klingt wie eine Selber. Albisrock-Band. Dreams of Schlag ihn. Steel and Oil klingt besser. Beides ist kein sehr guter Name.
Warum verstehen Bands nicht, dass man sich ihren Namen auch merken sollte, können sollte? Madragora Thuringia. Kürzt es doch Dass bitte man sie auf überhaupt eins von erstmal beiden. Ich musste, aussprechen sollte. als ich die auf YouTube entdeckt hatte, durch den Algorithmus, musste ich mir den Namen aufschreiben, weil es mir unmöglich war, ihn mir zuverlässig zu merken. Das ist kein gutes Zeichen für deinen Namen. Madragora würde doch reichen, aber die gibt's schon, ne? War Ja, das nicht das Problem? ich Also glaube nur schon. Thuringia ist ein bisschen seltsam, sich nach dem Bundesland zu benennen. Aber es ist auch sowieso seltsam, Ja. wenn sich nach dem Bundesland zu benennen. Vielleicht einfach nicht. Übrigens, unrelated, kündigen wir jetzt den Heavy Magic Podcast Hessia an. Hätten wir uns nennen Weil ein sollen, als mir aufgefallen brasilianischer. ist, dass es Heavy Magic schon gibt. Blöde Musiker waren uns zuvor und die haben gar nicht die kluge Anspielung gemacht wie wir. Naja, egal. Andererseits, Mandragora Crew wäre auch irgendwie seltsam gewesen. Besser. Ja, stimmt. Durch die Dummheit hätte man sich's dann besser merken können. Wir sollten aufhören, uns selbst zu beleidigen und wir gehen weiter. Was ist die nächste Kategorie? Zum Most Metal Card Concept. Wer mich kennt, wird sich bei der ersten Karte wenig wundern. Hier habe ich Draconic Destiny genommen. Vielleicht vom Effekt der Karte zusammengefasst, ist es ein Callback zu Angelic Destiny. Das ist mein Core-Set vor, war 2014, meine ich, oder so. So mit Dreh, vielleicht auch 11, was auch immer. Das hat eine Kreatur zu einem Engel gemacht und dann, wenn die Kreatur gestorben ist, die das Enchantment zurück auf die Hand gebracht. Das macht eine Kreatur zum Drachen mit den zugehörigen Effekten. Plus 1, Flying Haste und Fire Breathing. Und wenn die Kreatur stirbt, kriegst du es auf die Hand zurück. Also, das ist ein ziemlich metaliges Konzept, würde ich behaupten. Widersprichst du Auf mir? jeden Fall, ja. Der Spirit des Drachen geht ja nicht über. Und ist auch ein ziemlich cooler Bandname. Draconic Ja. Destiny. Hatte ich auf Ja. jeden Fall auch auf der Liste der Bandnamen, aber dann habe ich es lieber hier benutzt. Okay. Ich mag auch das Artwork. Ich finde die Karte ein bisschen underwhelming. Gibt ja nur Ja, für +1/+1 drei für 3 Mana. Mana. Irgendwie Angelic Destiny hat +4/+4 für 4 gegeben. Ja, das stimmt. Das ist mehr so Draconic Whelp Destiny. Draconic Inspiration. Okay, ja. Was ist die andere Karte? Die andere Karte wäre Portal to Phyrexia. Großes Böses. High-End-Artefakt in für 9 Mana. Aber wir haben hier das Portal in diese andere Welt, aus der Monster kommen. Ist entweder ziemlich Metal oder ziemlich Oblivion. Oh, ja. Zumindest Das erinnert ist es auch ja. daran stark. Und ich mag das Artwork ebenso. Auf jeden Fall, ja. Ja, das Artwork ist sehr Aber du weißt, was ich cool. meine, wenn wir jetzt die ganzen Story-Implications von Phyrexia und so wegnehmen und es einfach auf böse mechanisch organische Monster aus unbekannten Welten, die deinen Plänen invasieren, Ja, reduzieren, ist die ziemlich Metal. teilweise Die dich deine übernehmen, genau. Sachen übernehmen, ja. Ja, das ist ziemlich cool. Noch tiefere Anmerkungen oder bleiben wir bei, das ist ziemlich cool? Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Assessment. Okay, so. Ich will hier Controversy. Wie Wie gesagt, ich kann beispielsweise leider bei keine Tom. guten Alternativen Ja, vorschlagen, du kannst mich angreifen. aber es ist immer sehr, es ist immer sehr leicht, finde ich, Metal-Konzepte zu finden in den Karten mit der richtigen Das Begründung. Problem ist, dass der Begriff so undefiniert ist. Ja, das stimmt. Okay, was ist Fast die als nächste hätte sich das jemand Kategorie? so überlegt. Die nächste Kategorie ist der beste Bandname, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Darf ich die neue Thrash-Metal-Band vorstellen? Machinized Warfare. Ja, sehr cool. Okay, Dude, Ich. gib mir mehr hier mitzuarbeiten als sehr cool. Ja, was soll ich sagen? Passt gut. Mechanized Warfare ist ein Name, den man sich auch auf jeden Fall überlegen kann, wenn man nicht das Set kennt, würde ich sagen. Also das ist was, wo die Leute tatsächlich drauf kommen Ja, das könnten. stimmt. Besonders so, ja, Ist zum einen dieses kreativer als martialische. Sich zu nennen. Oder 1914? Ja, 1914 heißt die Band. 1914. Ja, knapp. Stimmt. Ja. Aber ich würde es eher auch in Thrash Metal verorten, weil die auch oft diese, zum einen sehr martialische Selbst, also nicht nur martialisch, sondern auch kriegerische Selbstdarstellung haben, aber zum anderen oft sehr diese, Kritische dazu stehende auch. genau, ja, die politische, Und das kann man also da in dem ja. Titel ja durchaus reinlesen.
Genau, würde ich auf jeden Fall so sagen. Okay. Und die nächste Karte ist auch ein ziemlich cooler Reprint, den wir bei den Reprints nicht angesprochen haben, wie mir gerade auffällt. Painful Quandary. Was heißt Quandary? Zwickmühle, glaube ich. Ich habe es gegoogelt. Ah, okay. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das wäre auch eine gute Saufkarte, weil so fühle ich mich meistens danach. Dilemma übersetzt das Google-Übersetzer. Ja, okay. Ja, Ah, ja. quasi Zwickmühle. Ja, Ich bleibe passt auch zu dabei. der Karte. Aber ja. Mhm. Das schmerzhafte Ja. Dilemma. Schmerzhaftes Dilemma. Immer diese zwei coole Aber Kombinationen aus Painful zwei Wörtern, Quandary klingt die. aber auch besser als die deutsche Übersetzung. Also vom Wortklang finde ich, Quandary hat was. Ja. Ja. Nur Quandary, glaube ich, ist sogar fast besser als Bandname, oder? Das ist ein ziemlich Quandary. cooler Barname. Quandary. Gefällt mir. Ja? Ja? Ich glaube, ich finde Painful Quandary besser. Ah, ich bin ein Sucker Also, für aber kurze gut, vielleicht auch Bandnamen. nur, weil ich an das Wort Quandary nicht so gewöhnt bin. Quandary. Das. So, Quandary. was? Warum lachst du jetzt? Quandary. Ne. Als Hört sich das an. nächstes haben wir die Kategorie. Als nächstes haben wir die Kategorie beste Festival bzw. Konzertlocation. Und hier habe ich bei der Suche festgestellt, dass. Oh, also sage ich so, oft versuche ich bei, wenn wir jeweils die Kategorien nehmen, versuche ich Länder zu vermeiden, weil das mir wie ein Cheatcode erscheint. Und auf Locations, wo die Karten dargestellt werden, zu achten. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass das Worldbuilding im Set ziemlich kurz kommt. Das liegt meiner Meinung nach zum einen daran, dass wir die Welt natürlich schon ziemlich gut kennen. Wir waren gerade eben erst in Dominion United drauf und schon in so unzähligen vielen Sets, dass das Worldbuilding nicht mehr so relevant ist wie beim Set, wo wir als allererstes für die In-the-World eingeführt werden, wo die Locations so deutlich abgebildet werden müssen. Und es liegt daran, dass der Fokus des Sets natürlich in einem Krieg spielt. Das heißt, ganz oft ist die Location von den Sachen auf den Karten ein Battlefield. Was nicht wirklich. Zerstört oder Sind, sowas. Ja. genau. Irgendwelche. Also ein generisches Battlefield im Genau, Prinzip. irgendwelche Blitze im Hintergrund und das war's. Ja. Deswegen hier hatte ich hier Probleme und habe auch dementsprechend nur eine genommen. Und sie geht auch ein bisschen in die Richtung. Hier haben wir Demolition Field. Auch eine bemerkenswerte Karte im Set, weil das quasi für Commander gefixtes Field of Ruin ist. Der Unterschied ist, dass nicht jeder sucht, sondern nur du und der Player, dessen Land zerstört wurde. Gefixtes Ruin Field für Commander. In Constructed ist es nahezu dasselbe wie Ruin Field. Aber coole Field Karte. of Ruin, ja, aber. Field of Ruin, ja. Ja, Aber hier haben Sieht wir. jetzt nicht super gemütlich aus, aber dafür ziemlich atmosphärisch. Man könnte diesen Pavillon da hinten benutzen, irgendwie als Bühne. Auf dem Comps haben die so ein Pavillon, das ist jetzt kein Metal-Festival, Ah. aber close enough. Okay. Haben die da auch so riesige kaputte Roboter rumliegen? Ja, da kann man sich draufstellen, I guess. Wie gesagt, Das ist wenn der ich mal VIP-Platz, der struggle. irgendwie der 20 € mehr kostet. Okay, weitere Anmerkungen dazu, dann gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Die ist. Und das ist auch die letzte Kategorie, glaube ich, oder? Die Saufkarten. Beste Saufkarten, exakt. Auch hier habe ich geguckt nach Getränken, die dargestellt werden oder was auch immer. Dazu habe ich gefunden, als einer der wenigen Mishra's Research Desk, der einen kleinen Dings, wie heißt das, Plukarasau auf seinem Research Desk stehen hat. Finde ich verständlich. Einen Haufen böser Bohrmaschinen zu erfinden ist anstrengend, da kann man sich mal einen Schotten inzwischen bei gönnen. Aber hier haben Die wir Flasche ist ihn. auch schon halb leer, ne? Ja, Und fair, fair. genau, der Farbe nach zu urteilen ist auf jeden Fall irgendein hartes Zeug. Also, es sieht aus, als war der Research Desk verlassen. Aber eigentlich liegt Mishra nebendran, weil er vom Stuhl gefallen ist. Aber das wäre einer der klassischen Wahlen für eine Saufkarte dieser Kategorie, wie wir sie Es gibt, normalerweise haben. Fun Fact dazu, es gibt einen Effekt im Programmieren, ich habe leider den Namen vergessen, Okay, es ist jetzt schon aber kein Fun Fact mehr. es gibt eine, wenn man sich sozusagen den Graphen anschaut, also es hat tatsächlich Microsoft mal So wie Graf herausgefunden oder Dracula sowas. oder? Nein, an den Graph wie. Ach so, danke. Ah. Sehr gut. Nein, es ist wirklich kein Fun Fact mehr. Mathe Genau, humorlos dann. sind. Es ist quasi, also auf der einen Achse ist Programmierskill und auf der anderen ist Alkohol-Blutprozent. Und es gibt
wie zu erwarten, sinkt das langsam. Je mehr Blut man, Alkohol man im Blut hat, desto schlechter ist man da. Aber es Lattenschaden, gibt, irgendwann geht es steil hoch. nein, es gibt einen Schade. Dorn bei irgendwie, ich weiß nicht, 0,8 Promille oder sowas, wo es richtig, richtig krass hochgeht. Und der sehr kurz ist. Vielleicht ist Mishra da auf der Suche Und nach du diesem Dorn. sagtest, von woher kommt diese Information? Microsoft hat dazu mal eine Studie gemacht. Ist schon ein bisschen länger her. Okay, sure enough. Okay, also. Sag mich so, ich werde mich heute nicht im Bett dran erinnern und ins Lachen ausbrechen. Okay. Sag mir so, auf der Kerb hättest du kein Bedumtsch bekommen. Ja, weil ich nicht auf die Kerb gegangen wäre. Fair enough. Das ist okay, wie gesagt, das wäre der klassischere Wahl für das Dings, für die Kategorie. Als nächstes haben wir eine ungewöhnlichere, das ist In the Trenches, weil ich da meistens abende. Das konnte ich Hier mir und nicht da vergleichen, dass mir der Witz eingefallen ist. findest du noch einen schönen Straßengraben Tim? zum drin übernachten. Wie ist Tim Ja. in unseren Call gekommen? Aber ja, wie gesagt, da konnte ich nicht widerstehen. Und die Karte ist ein ziemlich cooles Design, wie ich finde. Für. ein Early Game Anthem und später Genau. Exile. Kannst du das in einen Oblivion Ring für 6 Mana upgraden? Ja, das ist ziemlich cool. Oh ja. Okay. Das wären alle Kategorien hier. Und das ist anscheinend auch meine Stimme, die sich verabschiedet nach mehr als 2 Stunden nonstop. Ja, jetzt müssen wir noch 30 Minuten reden, damit wir auf die angekündigten fast 3 Stunden kommen. Fair. Aber zum Glück haben wir ja auch gleich noch eine Custom Cup vorbereitet. Vielleicht davor noch. Möchtest du noch was sagen zu dem Set? Nee, also, ja, wie gesagt, die allgemeine abschließende Set-Discussion Ja, machen wir ja jetzt immer. genau. Gehen wir einfach kurz durch. Flavor, finde ich, haben sie das ganze Ding mit der Darstellung dieses Krieges zwischen den Brüdern, dass sie die Brüder jeweils dreimal im Hauptset und dann nochmal den Commander-Sets gewidmet haben. Das heißt, es gibt hier 4 Versionen, finde ich ziemlich clever gemacht, Ja. dass sie da nicht zu durchkommen. Und auch mit den War Machines durch Sachen wie Unearth und Prototype, dass man die War Machines in dem Set drinnen hat, die man da in dem Setting erwartet. Ziemlich geschickt gelöst und ziemlich gut gemacht. Die War Machines könnten meiner Meinung nach ein bisschen mehr over the top gehen, aber. Ja, und es ist irgendwie erfrischend wenig, sage ich mal, an verschiedenen Storylines, die sich entfalten. Also, weißt du, was ich meine? Also, wir beide haben wenig Ahnung von den Storylines, was dazu beitragen Ja, könnte, aber aber. was man an den Karten quasi übertragen sieht. Es Okay, ist sure. alles sehr fokussiert auf diese, Ich weiß nicht, auf ob ich diesen das als Konflikt. positiven Punkt sehe, aber. Ich fand in vielen Kamigawa oder New Capenna, hast du dir Karten angeschaut und teilweise gefragt, wo ordne ich diese, was passiert hier gerade, was ist Viel hier eigentlich los? problematischer ist, dass sich sehr oft modernen Magic erzählen, die Karten und die Stories widersprechen. Oh, ach Ja, so. das gibt es immer wieder, dass irgendwelche Story Spotlights etwas so darstellen, aber in der Webfiction dann die Situation anders ist. Oh, das wusste ich nicht tatsächlich. Oh, ist Okay. mir auch noch nie aufgefallen, aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von der Story. Gehen wir zu den Expectations. Meine waren relativ hoch. Und, also, ich will nicht sagen, sie wurden enttäuscht, aber sie wurden auf jeden Fall nicht übertroffen, sagen wir es so. Ich weiß nicht, wie ich genau in Worte fassen soll, wie ich dazu stehe. Also, ich halte es für ein solides Set. Da, wenn wir vom Power Level sprechen, glaube ich, hat das interessante Karten, über die wir ja gesprochen haben. Aber es ist deutlich gesehen eine Reduktion vom Power Creep. Auf ein angenehmes Level, ne? Ja. Ähnlich wie es bei Dominaria der Fall war, dass man durchaus gute und interessante Karten hat, aber wenig obviously powerful stuff. Ja. Was ich für sehr gut halte, was über das Set spricht. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, was mich stört, aber irgendwie, wenn ich dem Set ein bisschen eine Gesamtnote geben sollte, was wir ja gleich machen, scheint sie mir relativ gering zu sein, weil ich nicht weiß, was es verursacht, dass es so gering ist. Vielleicht, das, Vielleicht ist es, vielleicht waren die Expectations einfach zu hoch. genau, aber sie waren relativ hoch, aber
ich kann nicht sagen, dass sie großartig enttäuscht wurden. Wie gesagt, sie wurden auf jeden Fall nicht übertroffen, aber auch nicht großartig enttäuscht. Ich glaube, ein Grund ist, dass ich ein bisschen übersättigt am Magic bin, durch die ganzen Releases, die es gibt und worauf man alles achten muss und viel Negativität und so. Das, glaube ich, hat einen Einfluss, aber ich glaube durchaus, dass das Set etwas dazu beiträgt, auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß, was es ist. Okay. Hast du noch, bevor wir den Noten geben, zu dem Set was zu sagen? Nee. Okay, dann würde ich sagen, dass ich dem Set eine 6 bis 7 gebe, 6,5 sowas. Okay. Und ich hatte erwartet, vielleicht ganz kurz noch, dass es deutlich höher ist. Ich hatte jetzt mit einer 8 oder so gerechnet, aber irgendwie kann ich den nicht von unterstützen. Okay. Ich traue mich bis jetzt noch nicht, in dem Set eine Note zu geben, einfach weil ich den Großteil der Karten noch nicht mal Oh kenne. ja, Moment, also daran habe ich gar Aber nicht gedacht, sorry. vielleicht kann man trotzdem dazu sagen, dass es irgendwie auch das ein Zeichen ist, was in dieselbe Kerbe schlägt, die du Naja, du hast gerade deine angesprochen Bachelorarbeit hast. gerade geschrieben. Ich weiß nicht, ob das fair gegenüber Das Wotzi ist. stimmt, aber ja, das stimmt. Aber es ist nicht so, dass ich 24-7 die ganze Zeit dran war, die Ja, Sachen zu so machen. Wenn ich wirklich gewollt 1,7. hätte. Ne, Moment. 24-7 ist auch das Wort, was ich. 25 geht ja gar nicht. Du sagtest Naja. 24. Oh, ach so. Naja, egal. Ja. Du hättest Aber. die Zeit aufbringen können, hättest du unbedingt gewollt, meinst du? Genau, hätte ich es gewollt, dann hätte ich das schon machen können. So. Hast Oder aber auf jeden Fall nicht mich mehr damit den Drang auseinandersetzen. gespürt. Du hast nicht Ich den hätte mich Drang jetzt, gespürt. genau, ich habe nicht den Drang gespürt, mir die einzelnen, das braucht ja nicht viel Zeit, sich die Spoiler anzuschauen. So. Das ist. Ah, bei den Meldkarten. Ja, okay. Aber, ja. Besonders Meld ist ja irgendwie eine aufregende Mechanik. Das gab es bis jetzt so selten und ist irgendwie cool. Es ist schade, Das. dass es nicht wie bei Eldritch Moon, da gab es ja das Kamm, schwarze Meld-Pair. Ja. Für Limited, das gibt es hier nicht, was ich ein bisschen schade finde. Das ist ganz cool immer. Ja, Wenn also man für so ein Limited sind die Minigame Meldkarten im nicht. Draft hat, ne? Im Gameplay. Und versucht seine Meld-Pieces zu Es gibt so, finden. das ist ein ziemlich cooles Design. Es gibt die, das hast du vermutlich nicht gesehen, es gibt Kamm-Artifact-Creatures, jeweils der Tower-Worker, der Power, nee, Power-Mine-Worker und der, was ist das letzte? Ah. Mine? Nee, warte, Mine hatte ich. Power Plant und Mine, glaube ich. Powerplant und Mine-Worker jeweils, Die. genau. Sind da Kamm-Artifact-Creatures und wenn du alle drei hast, dann machen sie jeweils statt ein Mana, drei Mana, statt ein Leben, drei Mana und statt plus zwei, zwei plus eins als eins Counter. Ah, cool, ja. Karten sind halt an sich ein bisschen underpowered, aber das ist ein bisschen diese Art Minigame, die ich meinte. Was ist Ja, ganz stimmt, cool das ist. ist cool. Auch wenn es nicht super gut ist, ist das ganz cool. Living the Dream. Also Aber gibt irgendwie, vielleicht. genau, gibt irgendwie Feel Goods, wenn man das irgendwie gemacht hat, Genau. auch wenn man das Spiel verliert, so. Naja, dann vielleicht nicht, aber. Vielleicht versuchst du trotzdem von dem, was du einfach bisher gesehen hast, was dir wahrscheinlich die besseren Parts des Sets sind, Ja, weil ich die ja stimmt. ausgesucht habe, versuch doch einfach Stimmt. trotzdem deine Note zu geben. Genau, aber wenn man Wir das haben jetzt darauf außer. hingewiesen, dass es imperfekt ist, aber und eine limitierte Informationsquelle, auf die du zurückgreifst, aber kannst ja trotzdem mal was dazu sagen. Wenn man das außer Acht lässt, dass ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen biased bin, dadurch, dass ich nur die besseren Sachen gesehen habe, dann ist mein Assessment eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich würde mal so eine 8 oder 8,5 oder sowas Okay. geben. Ziemlich hoch. Ich habe das Gefühl zum einen, dass die, das haben wir jetzt irgendwie in letzter Zeit ziemlich oft gesehen, dass es so Limited-Formate gab, die irgendwie. Ich habe auch auf jeden Fall vor, da wieder ein bisschen Limited zu spielen. Das habe ich in letzter Zeit auch schleifen lassen. Also schon lange bevor der Seit Bachelorarbeit, aber Jahren, oder? ja, genau, seit einem Jahr ziemlich genau jetzt. Und Innistrad habe ich noch ein bisschen gemacht. Ja. Das war schon sweet. Also, nicht, Ja. Crimson War war nicht gut. Das war zu Ja. bomborientiert. Midnight Hunt. Midnight Hunt war ziemlich sweet, fand ich. Genau. Aber ich Wahrscheinlich finde von den irgendwie diese. aktuellen Standardsets übrigens mein Lieblings-Limited-Format. Es war Okay. Color Imbalanced, aber da war das Aber. Gameplay einfach so spaßig. Aber ja, anderes Thema. Genau. Was hier irgendwie dafür spricht, ist, dass man so. Man hat dieses Artefakt-Sub-Theme oder Theme, ein kleines Sub-Theme. Ziemlich das Sieben, ja. Was aber nicht wie in Kamigawa auch noch mit Enchantments beladen ist. Und was dem Ganzen irgendwie so eine. Auf eine sehr angenehme Art, glaube ich, eine.
interessante Ebene hinzufügt. Also durch, man sich fragt, welche Karten sind vielleicht in dem Format gar keine Sideboard-Karten, sondern Main-Deckable. Und genau, der Flavor ist cool, es sind irgendwie viele ikonische Magic-Charaktere Das, drin, die. die ganzen alten Charaktere mit neuen Karten ist auf jeden Fall ein guter, Genau. positiver Punkt, Ja. ja. So, die auch mir was sagen. Und ja, genau. Weil Viele du coole gerade, Reprints sind ein großer Pluspunkt für mich. weil du gerade von dem Artefakt-Team gesprochen hast, ist mir noch ein Punkt eingefallen, der, glaube ich, meine relativ negativen Gesamtnote beeinflusst, stark beeinflusst hat. Und zwar das große Theme auf die Power Stones, die wegen eben dem Ah, Artefakt-Theme, okay. weil ich die für so underwhelming, besonders in Constructed halte, dass das für mich das Set, weil das große Theme des Sets ist, ziemlich runterzieht. Okay. War es auch, Ja, glaube ich, das nicht. ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel dafür. Wir haben, glaube ich, in der Review über Keine Power Stones an geredet, unseren weil sie Karten nicht nicht gut über Power sind. Stones geredet. Genau. Genau. Und nebenbei bemerkt, glaube ich, war es nicht sonderlich klug, zuerst Karne Dominaria als einzigen Powerstone Enabler zu machen, der ohne die Informationen von Setsu noch schlechter war, als er vermutlich ist, wirkte. Was, glaube ich, schon ein negatives Gefühl zu Powerstones erzeugt hat. Weil Ja, er der Einzige ja. war. Weißt du, was ich meine? Ja. Man hat Power Stone immer mit dem Kahn assoziiert. Ja. Aber naja, mal sehen, wie sich deine Bewertung entwickelt, wenn du mehr von dem Set siehst und wie sich meine entwickelt, wenn ich Limited gespielt habe. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das Limit-Format ziemlich gut ist. Das sieht zumindest besonders durch Prototype sehr spaßig aus. Das heißt, Ja, das ja. könnte das Limited-Format ziemlich hoch korrigieren. Das meine Die Note ziemlich Note. hoch korrigieren. Genau. Dann kommen wir zur Custom Card, oder? Genau, ja, Dann mir fällt schließen nichts mehr ein zu hier sagen. mit Vielleicht. Wow ab. Jetzt habe ich Ja. mein Versprechen gebrochen. Vielleicht noch der kurze Hinweis, gerne, wenn ihr was über Bro, erzählen wollt, uns zustimmen wollt, eure eigene Note abgeben wollt, feel free. Dafür gibt es auf YouTube Kommentare. Nicht Nur unter dafür. unserem Video, irgendwo anders. Am besten bei irgendeinem Finance-Video, aber nichts, was mit Magic zu tun hat. Irgendwelchen seltsamen Crypto-Bros. Okay. Meine Karte ist ein Top-Down-Design von einem Tolkien-Konzept, worauf ich bei der Diskussion über Mishras-Mage-Pairing gesprochen hatte, meine ich mich zu erinnern. Da gab es ja die Dragon Engine und Ah. ich meine, ich hatte sie erwähnt. Erinnerst du dich? Ja, ich glaube. Dass einmal in manchen Ausarbeitungen von Tolkien beim Fall von Gondolin Morgoth da gegen Gondolin und die tauchen dann nicht mehr auf irgendwo anders. So pseudo-halbmechanische Drachen zumindest, genau ist es nicht geklärt, aber relativ klar mechanisch, weil da Orks drin sitzen und so und sie aus Eisen sind, mechanische Drachen gegen Gondolin einsetzt. Deswegen habe ich das als Top-Down-Design gemacht, weil es sehr stark an die Dragon Engines und das allgemeine Feeling von dem Set erinnert. Das heißt, es hat eine gewisse Relevanz zu dem Set und ich habe nicht nur eine Tolkien-Karte designt, weil ich das am liebsten auf dieser Welt mache. Sondern du hast eine Tolkien-Karte designt, weil du das am liebsten auf dieser Welt machst und dann überlegt, wie du es argumentieren Nein, kannst. das ist mir tatsächlich deswegen wegen den Dragon Engines eingefallen, dass ich das machen Okay. könnte. Okay. Und es ist Iron Dragon of Gondolin, nicht sehr überraschend. Für eins ein grünes, ein blaues. Für eins ein schwarzes, ein rotes, ein grünes. Vier in CMC Enchant. Artifact Vehicle Dragon at Rare 04. Und ich fürchte, ich habe den Questing Beast gemacht, also strap yourself in. Whenever Iron Dragon of Gondolin attacks, it gets plus zero and deals X damage to target creature. Where X is the total power of creatures that could it this turn. When Iron Dragon of Gondolin dies during combat, untap all creatures that could it this turn. After fi this phase, there is an additional combat phase. Q1. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen kleinen Fehler beim Design gemacht habe. So gibt er nämlich gerade, wenn du damit blockst und er so stirbt, dem Gegner in zusätzlichen Combat. Oh, ja. Also, wahrscheinlich ist es nicht relevant, weil der Gegner keine Kreaturen in Tap bekommt. Aber, weil der Gegner Vigilance hat, kann es nicht so screwen. Kannst du das nicht, kann man das nicht auch irgendwie loopen? Wenn man dann
Irgendwas, was hat, was. Er muss ja sterben. Er muss sterben, ja, aber wenn du. Ja, okay. Klar gibt es irgendwelche Wege, es zu loopen, aber Ja. nichts super Nichts, nichts Einfaches. super Einfaches, ja. Also, die Idee war, wie gesagt, die Dragon Engines, Iron Dragons gibt es im Fall von Gondolin in manchen Versionen und die Idee war, da ein Top-Down-Design zu machen. Das ist übrigens das Artwork von Roger Garland, dieses Konzept visualisiert hat, was sehr sweet fand. Mit dieser Krücke, die aus dem Bauch aufgeht und so. Es sind ja dann quasi, es wird sehr oft als Verarbeitung von Panzern im Weltkrieg und so gedeutet. Es doch sehr daran erinnert, die Metallmonster, die Feuer speien und Leute in ihnen Die beherbergen und unzerstörbar so. sind, ja. Genau. Und danach so in der Art ist auch das Konzept orientiert, dass es diese War Machine sein sollte, die ich hier designt habe. Aber die War Machine ist quasi nur, sie wird stärker, je mehr Leute da drin sitzen. Genau. Deswegen ist es übrigens auch Q1, weil es selbstlimitierend ist. Q ist ja immer, du Ja. kannst auch mehr tappen, das heißt, das ist irrelevant. Aber wird nicht powerful, weil du Q1 hast, sondern Ja. weil es so billig Q ist. Wenn du es mit Das einem 1-1er cruist, ist es ist ja gar nicht nicht wirklich sonderlich gut. gut, genau. Du willst quasi erst Incentive dich, besonders durch den zweiten Part, all deine Sachen reinzupacken, das so in den Gegner zu rammen. Der Gegner kann es nicht ewig aushalten, besonders durch den Removal beim Attack und durch die große Size. Irgendwann muss er es Oh, töten. stimmt, das Ding removed ja auch noch. Oh ja, das hatte ich komplett vergessen. Und dann kriegst du mit all deinen Sachen noch ein Combat, nachdem der Gegner vielleicht schon exhausted ist. Ich fand es aber auch relativ balanced, weil es zum einen natürlich ein 4-Mana-Vehikel ist, was immer kein gutes Zeichen ist. Drei Farben braucht. Drei Farben braucht und du hast ein Window. Zum einen spielst du und es hat keine Eile, aber auch wenn du es cruist, kannst du dann Before Combat es abschießen, weil der Effekt mit dem Additional Combat nur triggert, wenn es during Combat stirbt. Das heißt, du kannst vor der Combat Phase nach dem Kugeln abschießen. All diese Kreaturen, die du zum Kugeln getappt hast, sind getappt und nichts passiert. Weder der Tech Trigger noch der Dice Trigger. Das fand ich ist ein elegantes Art, das Ding zu balancen. Aber wenn du es schaffst, ist es durchaus powerful. Du rumblest dann mit dem 4-4er, 6-4er oder so rein, schießt eine Kreatur ziemlich tot und gibst dem Gegner ein ziemliches Problem, das zu beantworten, ohne zu sterben. Ja. Oder es erst nach dem Combat zu beantworten und 6 Schaden zu nehmen. Oder 4, oder was weiß ich. Wie läuft das ab, wenn man mehrere davon hat? Also es kriegt erst die Plus X, wenn es angreift, ne? Also du kannst nicht mit einer Dragon Engine, eine zweite Dragon Engine Nee, crewen. da solange es Okay. nicht angreift, ist es 0-4 und wenn es schon angreift, ist es schon gecoolt. Ist ja. Ja, dann ist es auch zu spät, genau. Nee, in Multiples sind sie nicht sonderlich gut. Das ist keine Karte, die du als Vorwurf spielst. Was heißt davon? Wie stark checkst du die Playability ein? In einem Vakuum, also in keinem spezifischen Format? Also ich glaube, durch die Was ist sehr, was sehr ein sehr großer limitierender Faktor ist, sind die Mana-Kosten. Ja. Das Ding, dadurch, Weniger dass es vielleicht die erst. Farben, sondern mehr die Höhen meiner Kosten, denke ich. Genau, die hohen Mana-Kosten, die Farben natürlich auch, ja, I guess. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Dadurch, dass es dann erst Turn 5 kommen wird, und der Gegner auf jeden Fall. Er hat nicht nur ein Window, wie du gesagt hast, sondern auch die Möglichkeit, sich darauf Ein einzustellen. Er hat irgendwie Scheunentor. Möglichkeiten. Ja, der Gegner kann damit planen, auf jeden Fall ist sehr. Genau, kann einen Bounce-Spell suchen oder irgend sowas. Oh, das ist bitter. Exile ist auch sehr gut dagegen. Ja, oder Schafft dein Exile. Team down. Genau. Also ja, ich Was glaube. es aber super stark macht, ist der Removal. Removal on Attack, ja. Der macht wirklich. Das war dieser Feuerblast-Tank-mäßiges Ding, ne? Ah, der dann durchrollt durch die Mauer. Ja. Und Das nee, ist nicht durch die Mauer ziemlich. unbedingt, Also. sondern halt eine Kreatur abschießt. Ja. Ja, natürlich. Aber ja. Außer es ist dann die Wall, dann durch die Mauer. Bitte. Hättest du dann diesen alten, uralten Magic irgendwie Destroy Target Wall Das wäre witzig Text gewesen. mit reinnehmen Aber können. ich musste eh schon cutten. Also Ach. Text und clevere Ja. Formulierungen suchen, dass es alles draufpasst, was ich machen wollte. Wie gesagt, ich fürchte, ich habe ein bisschen das Questing Beast in mir durchgehen lassen. Ich will, dass das eine Formulierung unter Designern wird. Sehr akkurat, ja. Aber ja, ich glaube, es ist auf keinen Fall overpowered oder so. Ich
Ich glaube, Nee. durch die inhärente Limitierung des teuren Vehikels ist das nicht zu gut oder schwer, dass das zu gut ist. Und primär ist es in meiner Meinung nach sehr sweetes Top-Down-Design von diesem Iron Dragons aus der Erzählung. Ja, und auch das an Additional Combat ist ohne das Ding gar nicht mehr so super busted, wie sich's Kommt, wie anhört. groß dein Board halt ist, Ja, ne? genau. Aber Aber. das Incentive weist dich, dein ganzes Board da rein zu tappen, falls es passiert. Und dann machst du dich nur umso offener von einem Bounce Spell, Exile oder was auch immer Ja, oder der ziemlich Gegner hat fertig einen Haufen gemacht zu werden. 1-1er, jumpt das. Kannst jumpen, ja. Aber. Ja. Aber es ist gar nicht so gut, wenn der Also, Gegner keine genau. Kreaturen hat. Dann greift es nur groß an. Ja, dann macht es nichts als das, was deine Kreaturen eh schon machen. Vermutlich sogar weniger, weil die meisten Kreaturen irgendwas tun. Okay. Okay. Alles Also, klar. nicht zu gut, vermutlich eher zu schlecht, würde ich fast sagen. Für, wenn man, Ja, wenn kommt jetzt das. auf, das kommt jetzt auf das Format an Ja, und. aber zu schlecht, wenn man will, dass sie viel Play sieht. Irgendwann. Ja, vermutlich. Sagen wir es so, wenn sie ein Standard ist, glaube ich nicht, dass sie viel Play sehen würde. Gab es nicht irgendwie ein. Du Ah kannst ne, sie es gab theoretisch dieses Schiff, opfern im was alles. Combat. Ja. Aber dann, was hast du getan? Du hast quasi nur den X-Damage zusätzlich bekommen. Ja, Du hättest sie auch einfach so angreifen können. du kannst es mit einer 2-2er crewen und mit dem Rest deines Boards Das angreifen. enttappt nur die Sachen, die es gekut hat. Ah, also. Das habe ich extra so gewördert. Okay, ja. Du kannst einen Haufen Vigilancer in dein Deck packen. Ja, Shunned Vigilance, der bekannte, das bekannte Deck. Archetype. Okay, Okay. Tolkien Fans Unite. Huh. Okay, Damit sind wir ziemlich am Ende unserer. Ah, moderate Zeit sogar, 2,5 Stunden, Ja. easy. Okay, dann bedanken wir uns bei euch fürs so fleißige Zuhören und Notizen machen. Den Test schreiben wir am Montag. Wir weisen euch darauf hin, dass Yindai unser Handeinhorn, das klingt obszön, aber ihr wisst, was ich meine, oder nicht, dann glaubt einfach, es sei Option, das ist auch d'accord für mich, einen eigenen Instagram hat und einen eigenen OnlyFans, @heyyindai. Dann danken wir Joffrey Palmer, @livingcardsmtg, auf Twitter für die Animationen, die er allen zur Verfügung gestellt hat, die ihr hier im Hintergrund habt laufen sehen. Und danken als allerletztes natürlich die, denen es ohne die es nicht möglich gewesen wäre, das aufzunehmen. Mir und Jay. Denn ohne uns wäre es 2,5 Stunden schweigende Mikrofons gewesen, was sich bestimmt mehr Leute angeschaut hätten als unseren Podcast, I guess. Da ist die Audience größer für 2,5 Stunden Stille. Ja, ich könnte aber auch mal 2,5 Stunden Stille gebrauchen oder so. Hey. Aber nein, wir danken natürlich auch euch, falls bis hierhin jemand zugehört hat, und sagen in a while, Crocodile. Ja, bis Dann Ende der die. Woche zum Draft. Genau, bald gibt es den Draft und dann auf Patreon checken Chase Bands Empfehlungen, die sind immer sehr interessant.